idealism prevails. Make the world a better place. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, bei den meisten trifft das Zweite zu, aber damit es formell auch ist, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen etwas verspäteten Heftpräsentation, weil die Nummer 2 ist eigentlich schon in Druck, also es ist eine relativ späte Heftpräsentation. Wir hatten aber schon der Jürgen Rose und ich schon lange vereinbart, dass wir dieses Heft und vor allem das NATO-Thema zusätzlich noch einmal in einem Gespräch einfach auf die Tagesordnung setzen, wobei das ja schon heutzutage nicht mehr notwendig ist, NATO und Sicherheitspolitik auf die Tagesordnung zu setzen. Es ist hiermit geschehen. Ich erspare mir eine lange Einleitung, weil es gibt ein Referat und dann einen Kommentar dazu. Ich glaube, es ist sowohl aus der jüngsten Geschichte, aus der mitteljungen und aus der älteren Geschichte genügend Gesprächsthema da. Ich kann mir das daher ersparen, zum Thema noch was zu sagen, zum Referenten Jürgen Rose. Wir hatten schon einmal das Vergnügen, ihn auch als Referenten, zweimal sogar schon, na schau her, man darf nicht alt werden und vergesslich. Aber das war nicht die NATO. Richtig. Jürgen Rose hat, was seine militärischen Credentials anbelangt, eine recht bunte Vergangenheit und eine interessante Vergangenheit, was ihn bei manchen interessant, bei manchen eher anrüchig macht, aber das ist so im Leben. Er war Oberstleutnant zuletzt, also sein letzter militärischer Rang in der deutschen Bundeswehr, hat dann dort aus disziplinären und aus gesinnungsmäßigen Gründen in Wirklichkeit sich nicht mehr ganz zu Hause gefühlt und ist also abgerüstet worden oder sowohl als auch und ist inzwischen Mitglied im Vorstand des Darmstädter Signals. Das ist eine der aktiven deutschen Friedensorganisationen. Hat noch den Untertitel Forum für kritische StaatsbürgerInnen in Uniform und er beschäftigt sich eben seit vielen Jahren mit Fragen der Verteidigungspolitik, der Sicherheitspolitik und ganz besonders ist es ihm ein Anliegen, auch eben mit sich mit der NATO auseinanderzusetzen und das ist eben das Thema unseres heutigen Abends. Es wird im Übrigen zum Teil vielleicht sogar schon ein Vorgriff in seinem heutigen Vortrag auf die nächste Ausgabe von International kommen, weil er hat so viel zur NATO zu schreiben. Gut, es würde ja ganze Habilitation füllen mindestens, aber bei einer Zeitschrift haben wir das auch nicht geschafft in einer Ausgabe. Es wird also in der nächsten Ausgabe der zweite Teil seines Textes sein. Und die zweite Ausgabe ist gerade im Layout, also sie wird in etwa in 2 bis 3 Wochen bei jenen, die es abonniert haben, ankommen und für jene, die es noch nicht, ich habe beim Hereingehen gemerkt, es sind nicht alle Abonnentinnen und Abonnenten unserer Zeitschrift, sie haben die einzigartige Gelegenheit, das direkt heute auch zu abonnieren. Wir sind käuflich. In diesem Sinne noch einmal herzlichen Dank. Zunächst Vortrag und dann Kommentar von Heinz Gärtner, den ich eigentlich hier schon gar nicht mehr vorstellen kann, weil du bist inzwischen ja da ein teilweise Hausherr. Insofern danke, dass du dich auch zur Verfügung gestellt hast und einen sehr interessanten Konkurrenzabend in der Landesverteidigungsakademie einfach spritzt. In diesem Sinn danke nochmal und Jürgen, du bist dran. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung hier, für die Einladung, wieder zu euch kommen zu dürfen, hier nach Wien.
das dritte Mal. Also ich gehe davon aus, dass ich mich die letzten Male nicht so blamiert habe, dass das nicht mehr in Frage gekommen wäre. Und Ihnen natürlich, dass Sie an diesem schönen Frühsommerabend hier erschienen sind, um sich einen vielleicht nicht allzu erfreulichen Vortrag oder komplizierten Vortrag anzuhören. Man könnte ja auch viel gemütlicher beim Heurigen sitzen, so ist das ja nicht. Also insofern nochmal recht herzlichen Dank auch an Sie. Vielleicht noch ein Wort zum Darmstädter Signal, dem ich angehöre, das 1983 entstanden. Als die intensive Debatte in der NATO, vor allen Dingen aber auch in der Bundesrepublik Deutschland, tobte um die sogenannte NATO-Nachrüstung oder den Doppelbeschluss und dann auch innerhalb der Bundeswehr ein Stabsoffizier, Kamerad von mir, der mittlerweile leider verstorbene Helmut Pries, auf den Gedanken kam, dass man vielleicht deutlich machen müsste, dass ähnliche Bedenken, wie sie in der Zivilgesellschaft gegen diese nukleare Hochrüstung bestanden hatten, auch in der Bundeswehr existierten. Und in Analogie zum damaligen Krefelder Appell, in dem sich diese zivilgesellschaftliche Kritik ausdrückte, hat er dann das Darmstädter Signal gegründet. Einfach hieß Darmstädter Signal, weil die Gründer damals in Darmstadt an der Schule für Erziehung des Heeres zusammengekommen sind und das da formuliert haben. Wer da mal reingucken möchte, was so unsere Zielsetzungen sind, und wer auch zu unserem Förderkreis gehört, wir haben da ganz illustre, immerhin auch vier Generäle dabei, der kann das gerne tun. Ich gebe hier einfach mal diesen Flyer herum und Sie können sich das dann vielleicht auch einfach parallel zur Veranstaltung einfach mal kurz anschauen. So, jetzt gehen wir aber gleich in medias res, nämlich zum Thema NATO. Ich habe das dann im Untertitel genannt, der Mythos der transatlantischen Interessen- und Wertegemeinschaft, denn das ist sozusagen die Begleitformel, die immer wieder formuliert wird, wenn es um die NATO geht und um die Begründung und politische Rechtfertigung der NATO. Da wird immer gesagt, es gibt eine transatlantische Werte- und Interessengemeinschaft und das habe ich mal einer näheren Überprüfung unterzogen und zwar schon bevor jener Troll in Washington da an die Macht gewählt worden ist, mit Namen Donald Trump. Ich will das ist schade, ich habe das, normalerweise habe ich immer so eine PowerPoint-Präsentation dabei, um das auch so ein bisschen zu illustrieren und auch einfacher zu machen fürs Auditorium, dem zu folgen. Und habe da natürlich auch ein Gliederungsbild immer dabei. Ich erzähle Ihnen das jetzt mal, wie ich jetzt die nächsten Schritte gegliedert habe. Zuerst stelle ich mal so einleitend die Frage, was tut Deutschland in der NATO. Dann wende ich mich diesen beiden Punkten zu, nämlich der Frage transatlantische Wertegemeinschaft und transatlantische Interessengemeinschaft. Und bei diesem dritten Punkt der Interessengemeinschaft, da schaue ich genauer auf die geoökonomischen Praktiken und geostrategische Maximen und komme dann abschließend sozusagen als eine Konklusion auf einen Punkt zu sprechen, den ich mal Europas Imperativ genannt habe. Aber fangen wir damit an, nämlich mit der Frage Deutschland in der NATO. Als heiligste Kuh im Stall der Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland gilt nach wie vor die Mitgliedschaft im Atlantischen Bündnis. Sie besitzt den Status der Unantastbarkeit und genießt quasi religiöse Sakralität. Im gültigen Koalitionsvertrag der dort amtierenden Regierungsparteien, also SPD und CDU/CSU, heißt es dazu wörtlich, Zitat, wir bekennen uns zur NATO und zu ihrem neuen strategischen Konzept. Indes werden Bekenntnisse gemeinhin in der Kirche abgelegt, was im vorliegenden Fall dann wohl gleichsam bedeuten soll, es lebe die heilige Atlantische Allianz. Dabei war die NATO schon immer ein höchst dubioses Unternehmen, wie schon der von 1952 bis 1957 als ihr erster Generalsekretär amtierende Lord Hastings Lionel Ismay wusste, als er mit britischer Unverblümtheit deren eigentlichen Zweck mit den Worten umschrieb, to keep the Americans in, to keep the Russians out and to keep the Germans down. Also die Amis drin, die Russen draußen und die Deutschen unten zu halten. Die wahren Motive, aus denen heraus die unumschränkte Führungsmacht des Atlantischen Bündnisses, kaum dass der Zweite Weltkrieg vorbei war, postwendend, einen essentiellen Konflikt gegen die Sowjetunion als einen ihrer Hauptverbündeten im Krieg gegen die Nazi-Diktatur angezettelt hatte, gab unumwunden Amerikas führender Stratege in den Anfangsjahren des Kalten Krieges, nämlich George F. Kennan,
in einer Denkschrift von 1948 zu Protokoll, also 3 Jahre nach Kriegsende. Und dort hat er geschrieben, ich zitiere das jetzt, mit 50% des Reichtums auf der Welt, aber nur 6,3% ihrer Bevölkerung, sind wir unweigerlich das Objekt von Neid und Missgunst. Unsere eigentliche Aufgabe besteht darin, ein Muster für internationale Beziehungen zu entwickeln, das es uns erlaubt, diese Position der Ungleichheit aufrechtzuerhalten. Dazu müssen wir uns von allen Sentimentalitäten und Tagträumen verabschieden. Wir müssen aufhören, über vage und unrealistische Ziele wie Menschenrechte, die Erhöhung von Lebensstandards und Demokratisierung zu reden. Wir müssen mit offenen Machtkonzepten vorgehen. Je weniger uns idealistische Slogans behindern, desto besser. Wie gesagt, das hat Mr. Cannon 1948 geschrieben. Und damit, das war der Auftakt zum Kalten Krieg. Also so viel zu der Legende, dass der böse Josef Stalin und die aggressive Sowjetunion dem Westen keine andere Wahl gelassen hätten, als in den Kalten Krieg einzusteigen. Richtig brisant wurde die Lage dann, als die NATO im Jahre 1999 erstmals gemeinsam Krieg im Bündnis führte, einen flagranten Angriffskrieg zumal, und die Alliierten 78 Tage lang die Bundesrepublik Jugoslawien bombardierten. Der nicht eben als Friedenstaube bekannte Henry Kissinger sah sich daraufhin zu einer dramatischen Warnung veranlasst. Unter dem Titel »Die erschreckende Revolution in der NATO« konstatierte er, Zitat jetzt, »Das Bündnis hat seine historische Selbstdefinition einer streng defensiven Koalition aufgegeben.« Dieser abrupte Abschied vom Konzept der nationalen Souveränität, verbunden mit der Beschwörung universalistischer, moralistischer Slogans, markierte einen neuen außenpolitischen Stil. Sollte sich die NATO-Doktrin der universellen Intervention, so nannte Kissinger das, verbreiten und sollten konkurrierende Wahrheiten erneut in einen offenen Wettstreit treten, droht uns eine Welt, in der die Tugend Amok läuft. Wie wahr? Einige Jahre danach thematisierte Egon Bahr, sicherheitspolitischer Vorzeigeexperte der SPD und ehemaliger Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, die hegemoniale Rolle der USA in der Allianz, als er sagte, zur Sache selbst stellt sich als entscheidende Frage, ob die NATO ein Instrument der Erweiterung und Sicherung der amerikanischen Weltvorherrschaft ist. Das ist ja gerade ein Grund, weshalb die NATO kein global handlungsfähiges Instrument werden darf, das weltweit faktisch im Interesse der USA eingesetzt werden kann. Jetzt kann man natürlich über Egon Bahr sagen, ja, typisch Sozi, aber in dieselbe Kerbe wie Bahr schlug Lothar Rühl, bekannt als in der Wolle gefärbter Atlantiker und ehemals Staatssekretär im deutschen Bundesministerium der Verteidigung, als er monierte, die NATO sei auf dem Weg zu einem, so wörtlich, immer weniger integrierten, interalliierten militärischen Dienstleistungsbetrieb bei amerikanischem Bedarf zu degenerieren. Angesichts dessen wetzte Willy Wimmer, ausgewiesener Christkonservativer und ebenfalls vormals Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung, nichts weniger als das Schlachtermesser für die heiligste Kuh bundesdeutscher Sicherheitspolitik, zweitheiligste war die Wehrpflicht, als er unmissverständlich forderte, Zitat wiederum, unter diesen Umständen bleibt uns letztlich nichts weiter übrig, als aus der militärischen Integration der NATO auszusteigen, wenn wir nicht völlig die Maßstäbe einer rationalen und von den Interessen der Bundesrepublik Deutschland bestimmten Sicherheitspolitik aus dem Auge verlieren wollen. So viel mal der kleine Exkurs durch die bundesdeutsche Debatte im Hinblick auf die NATO. Natürlich nur sehr skizzenhaft, das geht ja aus Zeitgründen gar nicht anders. Und damit komme ich zu dem zweiten Punkt und stelle mir mal die Frage, wie sieht denn das eigentlich mit dieser Wertegemeinschaft, die da immer wieder beschworen wird, aus? Deutschlands hochgeschätzter Gesellschaftsphilosoph Jürgen Habermas hatte bereits vor Jahren auf den Punkt gebracht, warum das nur vermeintlich alte Europa nun endlich seine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie seine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik in den Stand der Funktionstüchtigkeit bringen sollte. Im transatlantischen Frontblatt der Bundesrepublik Deutschland, der Wochenzeitung Die Zeit, gab er Folgendes zu Protokoll.
Der erklärte Unilateralismus der USA hat seit der Verkündung der Bush-Doktrin im Herbst 2002 die Glaubwürdigkeit der normativen Grundlagen westlicher Politik zerstört. Als Katalysator einer neuen Weltunordnung hat er auf allen Seiten eine sozial-darwinistische Enthemmung von Gewaltpotenzialen und rücksichtslose Verfolgung nationaler Interessen ausgelöst. Soweit Habermas und ich, wie ich finde, sehr weitsichtig 2002 angesichts dessen, was wir heute mit Mr. Trump in Washington beobachten. Letzteres, also diese Art amerikanischer Weltpolitik, demonstriert nicht zuletzt der aus fernab des Kriegsschauplatzes in den USA gelegenen unangreifbaren Gefechtsständen gesteuerte feige und verheerende Drohnenkrieg, der vornehmlich durch die Special Activities Division des Geheimdienstes CIA sowie das in Tampa, Florida gelegene United States Special Operations Command mit hoher Intensität geführt wird und dem unbeteiligte Zivilisten zu Hunderten, wenn nicht gar zu Tausenden zum Opfer fallen. Der US-Präsident maßt sich hierdurch das Recht an, ohne rechtskonformen Prozess nicht nur Staatsangehörige ausländischer Nationen, sondern auch US-amerikanische Bürger und Bürgerinnen, sogar Minderjährige, als Ermittler, Ankläger, Geschworene, Richter und Henker in einer Person durch Schergen der Geheimdienste oder des Militärs mittels geheimer Kommandoaktionen oder Kampfdrohnen auch schon auf bloßen Verdacht hin, das sind die sogenannten Signature Strikes, zur sogenannten gezielten Tötung, also dem Targeted Killing, freizugeben, das heißt ermorden zu lassen. Diese mit einem unverhohlenen Anspruch auf globale Hegemonie gepaarte Arroganz militärischer Machtentfaltung der USA wurde auch in Deutschland erkannt, wie beispielsweise ein Leitartikel des FAZ-Herausgebers, also FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berthold Kohler in seinem gewöhnlich jedweder anti-amerikanische Umtriebe unverdächtigen Intelligenzblatt vom 3. Juli 2014 belegt. Dort stand zu lesen, der Friedensnobelpreisträger, also Obama ist gemeint, hat gelernt, die Drohne zu lieben. Er ist vom Vorkämpfer für weltweite Nuklearabrüstung zum Feldherrn eines weltumspannenden Drohnenkrieges geworden. Dieser Feldzug ist Obamas Antwort auf die asymmetrische Kriegsführung des islamistischen Terrorismus. Die Drohne ist die Waffe, mit der er die Terroristen terrorisiert und ohne Gerichtsverfahren exekutiert. Unschuldige Dritte, die diesen chirurgischen Schlägen zum Opfer fallen, werden als Kollateralschäden bagatellisiert. Soweit der FAZ-Herausgeber. Indes löst keineswegs nur die Ermordung von Zivilisten ohne Gerichtsverfahren im Drohnenkrieg Zweifel an der Fortexistenz der seitens der transatlantischen Pseudo-Elite gebetsmühlenhaft beschworenen Wertgemeinschaft aus. Weitere Positionen auf der Liste habitueller US-amerikanischer Menschenrechtsverbrechen umfassen Folgendes: den Vollzug der Todesstrafe, die zeitlich unbegrenzte Gefangennahme ohne Anklage in Lagern wie Guantanamo, die Aburteilung von Personen vor nicht rechtsstaatlichen Sondergerichten, den sogenannten Military Commissions, die Verschleppung von Personen in Folterstaaten, die Verhängung von Flugverboten und Finanzsperren oder die Aufnahme in Verdachtslisten ohne gerichtliche Genehmigung und Überprüfungsmöglichkeit. Um überhaupt erfassen zu können, auf welche Weise und in welchem Ausmaß die USA zu einem wahrhaftigen Imperium der Barbarei degeneriert sind, das jeder Beschreibung spottet, ist die Lektüre des im Jahr 2013 erschienenen von dem US-amerikanischen Journalisten Jeremy Scahill in jahrelanger Arbeit akribisch recherchierten Werkes »Schmutzige Kriege, Amerikas geheime Kommandoaktion« im Original »Dirty Wars, the world is a bad battlefield« absolut unabdingbar. Stichwortartig seien nachfolgende nur einige der wesentlichen Fakten, die Scahill dort herausarbeitet, aufgeführt. Am 14. September 2001 hat der US-Kongress ein Ermächtigungsgesetz, eine Authorization for Use of Military Force, verabschiedet, das dem US-Präsidenten unbeschränkte Befugnisse zur weltweiten Kriegführung unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung einräumt. Unter dem Rubrum Global War on Terror maßen sich die USA an, jederzeit an jedem beliebigen Ort der Welt, in beliebiger Weise, beispielsweise mittels Killerkommandos des Joint Special Operations Command oder Kampfdrohnen,
jeden beliebigen Menschen zu ermorden, zu verstümmeln oder in weltweit über den Globus verstreute Geheimgefängnisse, Konzentrationslager wie in Guantanamo oder Schiffe der US Navy zu verschleppen und dort mit ausgeklügelten Methoden zu foltern, wenn er oder sie auch nur im Verdacht terroristischer Handlungen steht. In Gestalt des vom Kongress verabschiedeten USA Patriot Acts werden unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung fundamentale Bürgerrechte in ihrem Wesensgehalt dauerhaft eingeschränkt bzw. außer Kraft gesetzt. Mittels geheimer Präsidialerlasse wurde das Joint Special Operations Command ermächtigt, auf US-amerikanischem Boden Terrorbekämpfungsoperationen durchzuführen, was gegen den Posse-Comitatus Act verstößt, der den Einsatz von US-Streitkräften zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben im Inneren verbietet. Das ist ein Unterschied zu Österreich, aber ähnlich wie in Deutschland. Den alles überragenden, weil für die Frage Rechts- oder Unrechtsstaat schlecht den entscheidenden Topos jedoch markiert die Außerkraftsetzung des Habeas Corpus Prinzips in den USA im Jahre 2006. Die Europäische Menschenrechtskonvention stuft dieses Recht auf Schutz vor willkürlicher Inhaftierung in Artikel 5 als Menschenrecht ein. In Deutschland, bei uns zu Hause, werden diese Habeas Corpus Rechte durch den Artikel 104 des Grundgesetzes geschützt. Also es geht im Grunde genommen darum, dass niemand ohne richterliche Anordnung in Haft genommen und gehalten werden darf. Das ist das fundamentale Menschenrecht schlechthin, was vom englischen Adel gegen die Krone, wenn ich mich ganz täusche, im 17. Jahrhundert mit ziemlich Aufwand erkämpft werden musste. Ungeachtet des Umstandes, dass das Supreme Court der USA die Regelung am 12. Juni 2008 für verfassungswidrig erklärt hatte, erlaubt das Nationale Verteidigungsbevollmächtigungsgesetz, der National Defense Authorization Act, vom 31. Dezember 2011 die Festnahme von Personen unter Terrorverdacht durch das Militär und eine Haft unbegrenzter Dauer in Militärgefängnissen ohne Gerichtsverfahren, Rechtsbeistand oder Berufungsmöglichkeit. Eine Verbringung ins Ausland oder die Übergabe an ausländische Rechtsträger ist möglich. In der Konsequenz bedeutet das, dass sich die US-Regierung das Recht anmaßt, jeden beliebigen Menschen unter dem Vorwand des Terrorismus ohne richterliche Verfügung auf unbestimmte Zeit an irgendeinem Ort der Welt einzukerkern. Ganz so wie dies in weltweit in ordinären faschistoiden bzw. faschistischen Schurkenstaaten Usus ist. Völkerrechtlich definiert das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs eine derartige Handlungsweise als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der texanische Republikaner Ron Paul äußert sich hier folgendermaßen. Zitat, wenn das amerikanische Volk es blindlings und lässig hinnimmt, dass der Präsident ohne weiteres Leute, die er für schlechte Menschen hält, hinrichten lassen darf, dann halte ich das für traurig. Der Verfassungsrechtler und Journalist Glenn Greenwald, der den Film gedreht hat über Snowden, merkt hierzu an, wiederum Zitat, zu sagen, der Präsident habe das Recht, Bürger ohne ordentliches Gerichtsverfahren töten zu lassen, bedeutet nichts anderes, als die Verfassung in möglichst kleine Stücke zu reißen, sie anzuzünden und schließlich mit Füßen zu treten. Und Jeremy Scahill, den ich ja schon erwähnt habe, schließlich fasst den Status quo des regierungskriminellen Mordsystems in die Konklusion, heute fallen Entscheidungen über Leben und Tod von Menschen im Namen der nationalen Sicherheit Amerikas im Geheimen. Gesetze werden vom Präsidenten und seinen Beratern hinter verschlossenen Türen ausgelegt und kein Ziel ist tabu, nicht einmal der amerikanische Staatsbürger. Wohl am pointiertesten brachte der Religions- und Kirchenkritiker Karl-Heinz Deschner die Verkommenheit der selbsternannten Indispensable Nation zum Ausdruck, als er notierte, Zitat, die USA, die seit es sie gibt, allen anderen Moralpredigen, um ihre eigenen Gräuel zu kaschieren, entstanden selbst auf dem Boden nackter Gewalt. Durch Ausmordung der Roten und Versklavung der Schwarzen, die Basis ihrer ganzen Freiheit und Demokratie, blutige Realpolitik und bigottes Geschwätz. Letzteres gilt deckungsgleich für die vermeintliche transatlantische Wertegemeinschaft. Leeres Geschwätz. Und damit bin ich bei dem Punkt und der Frage nach der Interessengemeinschaft. Und da gucken wir uns zunächst mal die Geoökonomie an und dann die Geostrategie. Zu diesem Behufe empfiehlt es sich zunächst, einen Blick auf wichtige US-amerikanische Protagonisten und Autoren zu werfen, nicht zuletzt dem wohlfeilen Anwurf des Anti-Amerikanismus entgegenzuwirken, denn nichts ist ja dümmer, als einem Amerikaner vorzuwerfen, er sei anti-amerikanisch, finde ich jedenfalls.
Die mehr als 120-jährige außenpolitische Praxis der USA legt der Pulitzer-Preis gekrönte US-Journalist Stephen Kinzer in seinem Buch Overthrow, America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq, auf Deutsch erschienen unter dem Titel Putsch zur Geschichte des amerikanischen Imperialismus, umfassend dar. Das Paradigma des Regimewechsels beschreibt der Autor folgendermaßen, Zitat jetzt, die Vereinigten Staaten bedienen sich einer ganzen Reihe von Methoden, um sich andere Länder gefügig zu machen. In vielen Fällen greifen sie auf altehrwürdige diplomatische Taktik zurück, indem sie Regierungen, die Amerika unterstützen, Belohnungen in Aussicht stellen und denen, die das nicht tun, mit Vergeltung drohen. Manchmal verteidigen sie befreundete Regime gegen den Zorn oder Aufruhr des jeweiligen Volks. In einer Vielzahl von Fällen haben sie stillschweigend Staatsstreiche oder Revolutionen unterstützt, die von anderen angezettelt wurden. Zweimal im Zusammenhang mit den beiden Weltkriegen haben sie mitgeholfen, Herrschaftssysteme zu stürzen und neue an die Macht zu bringen. Das erwies sich als musterbildend für künftiges Verhalten. Durch das ganze 20. Jahrhundert und bis in den Anfang des 21. hinein haben die Vereinigten Staaten immer wieder die Macht ihrer Streitkräfte und ihrer Geheimdienste eingesetzt, um Regierungen zu stürzen, die den amerikanischen Interessen ihren Schutz verweigerten. Jedes Mal bemäntelten sie ihre Einmischung mit dem schönfärberischen Hinweis auf Sicherheitsbedürfnisse der Nation und den Kampf für die Freiheit. In den meisten Fällen indes lagen ihren Aktionen hauptsächlich ökonomische Motive zugrunde, vor allem der Anspruch, amerikanische Geschäftsinteressen rund um die Welt zu untermauern, zu befördern und zu verteidigen und jede Störung von ihnen fernzuhalten. Soweit Stephen Kinzer. Als Kronzeuge für die empirische Stichhaltigkeit jenes ungeschminkten Befundes, der persönlich an herausragender Stelle daran beteiligt war, diejenige Politik, die Kinzer analytisch beschreibt, ganz praktisch in die Tat umzusetzen, vermag Smedley Darlington Butler zu dienen, der 1931 als General Major des United States Marine Corps seinen Dienst quittierte, also einer von der ganz besonders harten Sorte. Im Laufe seiner Karriere war er zweimal mit der Medal of Honor ausgezeichnet und später von General Douglas MacArthur als einer der wirklich großen Generäle der amerikanischen Geschichte bezeichnet worden. 1935, nach seinem Abschied aus dem Militär, verfasste er ein Buch mit dem Titel War's a Racket, Krieg ist ein schmutziges Geschäft, indem er seine eigene Rolle und die des Militärs, in dem er diente, wie folgt beschreibt. Jetzt Zitat General Butler. Krieg ist nichts anderes als schmutziges Geschäft. Ein schmutziges Geschäft lässt sich, glaube ich, als etwas beschreiben, das nicht das ist, wofür es die Mehrheit der Bevölkerung hält. Nur eine kleine Gruppe Eingeweihter weiß, worum es sich handelt. Es wird betrieben zum Nutzen ganz weniger auf Kosten der Massen. Der Haken an Amerika besteht darin, dass wenn der Dollar hierzulande nur 6% verdient, er unruhig wird und nach Übersee geht, um 100% zu kriegen. Anschließend folgt die Flagge dem Dollar und die Soldaten folgen der Flagge. Ich würde nie wieder in den Krieg ziehen, um irgendwelche lausigen Investitionen von Bankern zu schützen. Es gibt keinen Trick im Arsenal schmutziger Geschäftemacherei, den die militärische Bande nicht auf Lager hat. Sie hat ihre Spitzel, die auf die Feinde hinweisen, sie hat ihre Muskelmänner zur Vernichtung der Feinde, sie hat ihre Planer, welche die Kriegsvorbereitungen treffen und einen Big Boss, den supernationalistischen Kapitalismus. Es mag merkwürdig anmuten, dass ausgerechnet ich als Angehöriger des Militärs einen solchen Vergleich wage, aber die Wahrhaftigkeit zwingt mich dazu. Ich habe 33 Jahre und 4 Monate als Mitglied der beweglichsten Militärmacht dieses Landes, der Marineinfanterie, im aktiven Dienst verbracht. Ich habe in allen Rängen gedient, vom Leutnant bis zum Generalmajor. Und währenddessen verbrachte ich den Großteil meiner Zeit als erstklassiger Muskelprotz für das Big Business, für die Wall Street und die Banker. Kurzum, ich war ein Gauner, ein Gangster für den Kapitalismus. Soweit die Selbsterkenntnis des Generals Butler. Mittlerweile unterhält das US-amerikanische Imperium der Barbarei derzeit ein Netz von mehr als 800 Militärbasen, das sich um den gesamten Globus erstreckt und die Hardware für die ökonomische Kolonisierung des Planeten mit militärischen Gewaltmitteln, vulgo Globalisierung, bereitstellt. Das extrem ausgeklügelte und zugleich äußerst perfide Funktionsprinzip dieser Kombination von Außenwirtschafts- und Militärgewaltpolitik beschreibt einer der Insider, der diesem System jahrelang zu Diensten war, nämlich der US-Amerikaner John C. Perkins, in seinem Bericht Bekenntnisse eines Economic Hitman unterwegs im Dienste der Wirtschaftsmafia. Darin
charakterisiert er den Wirkungsmechanismus, der dem US-imperialistischen Herrschaftsmodell zugrunde liegt, als ein Drei-Stufen-System aus, wie er schreibt, Wirtschaftskillern, den Economic Hitman, Geheimdienstschakalen und dem Militär. Und da schreibt er Folgendes: Die Raffinesse, mit der dieses moderne Reich aufgebaut wird, stellt die römischen Zenturionen, die spanischen Konquistadoren und die europäischen Kolonialmächte des 18. und 19. Jahrhunderts bei Weitem in den Schatten. Wir, EHM, Economic Hitman, sind schlau. Wir haben aus der Geschichte gelernt. Wir tragen keine Schwerter mehr. Wir tragen keine Rüstung oder Kleidung, die uns verraten könnte. In Ländern wie in Ecuador, Nigeria oder Indonesien kleiden wir uns wie Schullehrer und Ladenbesitzer. In Washington und Paris sehen wir wie Regierungsbeamte oder Banker aus. Wir wirken bescheiden und normal. Wir besuchen Projekte und schlendern durch verarmte Dörfer. Wir bekunden Altruismus und sprechen mit den Lokalzeitungen über die wunderbaren humanitären Leistungen, die wir vollbringen. Wir bedecken die Konferenztische von Regierungsausschüssen mit Tabellen und finanziellen Hochrechnungen und halten in der Harvard Business School Vorlesungen über die Wunder der Makroökonomie. Wir sind stets präsent und agieren ganz offen. Oder zumindest stellen wir uns so dar und werden so akzeptiert. So funktioniert das System. Wir greifen selten zu illegalen Mitteln, weil das System auf Täuschung basiert und das System ist von der Definition her legal. Aber, und das ist ein sehr starkes Aber, wenn wir scheitern, greifen eine ganz besondere finstere Truppe ein, die wir EHM als Schakale bezeichnen, Männer, die die direkten Erben dieser frühen Weltreiche sind. Diese Schakale sind immer da, sie lauern im Schatten. Wenn sie auftauchen, werden Staatschefs gestürzt oder sterben bei Unfällen. Und wenn die Schakale versagen sollten, wie zum Beispiel in Afghanistan oder im Irak, dann muss doch wieder das alte Modell herhalten. Dann werden junge Amerikaner in den Krieg geschickt, um zu töten und zu sterben. Economic Hitmen, Schakale und Soldaten werden eingesetzt werden, solange man nachweisen kann, dass durch ihre Aktivitäten wirtschaftliches Wachstum erzeugt oder gefördert wird. Und Wachstum ist fast immer die Folge ihrer Machenschaften. Soweit Perkins. Wobei festzuhalten bleibt, dass die Profiteure des Wachstums in den USA und allenfalls noch in deren alliierten Vasallenstaaten sitzen, während die betroffenen Ökonomien in den unterworfenen Regionen in der neoliberalen Schuldenfalle landen. Auf diese Weise schafft man sich willige Vasallen in der Schuldknechtschaft, die sich Pustekuchen, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und soziale Marktwirtschaft nach Belieben auf dem Schachbrett der Geoökonomie und Geostrategie hin und her schieben lassen. Und damit bin ich schon beim vorletzten Punkt, nämlich den geostrategischen Kalkülen mit Maxim. Drängen sich vielleicht bereits an dieser Stelle erste Zweifel an einer vorgeblich den Atlantik überspannenden Interessengemeinschaft auf, so verdichten sich diese sicherlich angesichts der Analyse, die der einflussreiche Geostratege und Politikberater Zbigniew Brzezinski, der einst nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jimmy Carter und später der von Barack Obama liefert. Die für das Atlantische Bündnis maßgebliche Interessenlage der USA bringt Brzezinski wie folgt auf den Punkt, wiederum Zitat jetzt: Die Nordatlantische Allianz, die unter dem Kürzel NATO firmiert, bindet die produktivsten und einflussreichsten Staaten Europas an Amerika und verleiht den Vereinigten Staaten selbst in innereuropäischen Angelegenheiten eine wichtige Stimme. Vor allen Dingen aber ist Europa Amerikas unverzichtbarer geopolitischer Brückenkopf auf dem europäischen Kontinent. Die alte Welt ist für die USA von enormem geostrategischen Interesse. Das Atlantische Bündnis verankert den politischen Einfluss und die militärische Macht Amerikas unmittelbar auf dem eurasischen Festland. Beim derzeitigen Stand der amerikanisch-europäischen Beziehungen, da die verbündeten europäischen Nationen immer noch stark auf den Sicherheitsschild der USA angewiesen sind, erweitert sich mit jeder Ausdehnung des europäischen Geltungsbereichs automatisch auch die direkte Einflusssphäre der Vereinigten Staaten. Umgekehrt wäre ohne diese engen transatlantischen Bindungen Amerikas Vormachtstellung in Eurasien schnell dahin. Seine Kontrolle über den Atlantischen Ozean und die Fähigkeit, Einfluss und Macht tiefer in den eurasischen Raum hinein geltend zu machen, wären dann äußerst begrenzt. Tatsache ist schlicht und einfach, dass Westeuropa und zunehmend auch Mitteleuropa weitgehend ein amerikanisches Protektorat bleiben, dessen alliierte Staaten an Vasallen und Tributpflichtige von einst erinnern.
Bedient man sich einer Terminologie, die an das brutalere Zeitalter der alten Weltreiche gemahnt, so lauten die drei großen Imperative imperialer Geostrategie, Absprachen zwischen den Vasallen zu verhindern und ihre Abhängigkeit in Fragen der Sicherheit zu bewahren, die tributpflichtigen Staaten fügsam zu halten und zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Barbarenvölker sich nicht zusammenschließen. Ganz als Fleisch vom Fleische Brzezinskis erweist sich der Gründer des US Think Tanks Stratfor und äußerst einflussreiche sicherheitspolitische Lobbyist George Friedman. Der ließ Folgendes verlauten: Die nationale Strategie der USA muss auf Seeherrschaft gründen. Die Ozeane schützen die Vereinigten Staaten vor allem, außer vor Terrorismus und Atomraketen. Die größte Herausforderung für die US-amerikanische Seeherrschaft bilden feindliche Flotten. Die beste Gegenmaßnahme ist die Verhinderung des feindlichen Flottenbaus. Und die bewirkt man am besten durch die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Kräfte in Eurasien. Hierfür wiederum ist es ideal, für anhaltende Spannungen innerhalb Eurasiens zu sorgen, sodass dort die Ressourcen statt für den Flottenbau zur Verteidigung gegen Bedrohungen zu Lande eingesetzt werden. In Anbetracht der inhärenten Spannungen in Eurasien brauchen die Vereinigten Staaten meistens gar nichts zu tun. Manchmal müssen sie einer oder beiden Seiten militärische oder wirtschaftliche Hilfe schicken, in anderen Fällen lediglich Ratschläge erteilen. Damit diese von den Briten ererbte Strategie aufgeht, benötigten die Vereinigten Staaten eine effektive und zielführende Bündnisstruktur. Die Strategie des Gleichgewichts der Kräfte geht davon aus, dass es zentrale Bündnispartner gibt, die ein Interesse daran haben, sich mit den Vereinigten Staaten in Reih und Glied gegen regionale Gegner zu stellen. Soweit George Friedman. Mit dieser hundertprozentig zutreffenden Analyse knüpft er unmittelbar an zentrale Axiome US-amerikanischen geostrategischen Denkens an, wie zum Beispiel an Halford MacInnes' Heartland Theory oder Alfred Thayer Mahan's Influence of Sea Power Upon History. Seine allgemeinen geostrategischen Konklusionen verdichtet Friedman sodann speziell im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland, wenn er ebenfalls völlig akkurat Folgendes konstatiert: Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Seit einem Jahrhundert ist es für die Vereinigten Staaten das Hauptziel, die einzigartige Kombination zwischen deutschem Kapital, deutscher Technologie und russischen Rohstoffressourcen, russischer Arbeitskraft zu verhindern. Soweit George Friedman, der greift im Grunde, was er da nicht erwähnt, das füge ich jetzt mal so an, ist, dass diese Herangehensweise, diese Strategie, dieser Ansatz von Great Britain, also von Großbritannien übernommen worden ist. Also es haben nicht die Amerikaner entwickelt, diesen Ansatz, sondern der entwickelte sich in Großbritannien. Großbritannien war maßgeblich an der Entstehung des Ersten Weltkrieges und der Auslösung des Zweiten beteiligt. Und insofern bin ich der Auffassung, muss auch das Narrativ der Geschichte, des, was diese beiden Weltkriege betrifft, sagen wir mal, in einer modifizierten Art neu geschrieben werden. Ja, beim letzten Punkt, das will ich bloß kurz skizzieren, was ergibt sich jetzt für Europa daraus? Europas Imperativ angesichts dieser Analyse, wie ich sie Ihnen jetzt gerade geliefert habe. Angesichts dieser skrupellos vor aller Augen klargelegten geostrategischen Interessenlage des Imperiums Americanum muss es nachgerade unfassbar erscheinen, dass es hierzulande, also in Deutschland meine ich jetzt, aber auch bei unseren europäischen Nachbarn immer noch ganze Geschwader geopolitischer Blindgänger gibt, die der Überzeugung anhängen, bei der jeweils amtierenden US-Administration handelt es sich um Freunde der Europäer, die ganz und gar uneigennützig aus altruistischen und philanthropischen Motiven heraus zum Wohle Europas Weltpolitik betrieben. Ich bin Herrn Trump sehr dankbar dafür, dass er das jetzt auch sehr deutlich macht und selbst die eingefleischtesten Transatlantiker ins Grübeln geraten. Diesbezügliche Illusionen hatte sich bereits Deutschlands hochgeschätzter und jüngst verstorbener Altbundeskanzler Helmut Schmidt, dem man nun wahrlich nicht den Ruf unterstellen kann, ein fanatischer Anti-Amerikaner zu sein, längst schon abgeschminkt. Von ähnlichen Erkenntnissen mag er dazu inspiriert worden sein, im Jahre 2014 auf dem Podium der Münchner
Unsicherheitskonferenz. Bitte schön, Moderator Josef Joffe, den habituellen Statthalter US-amerikanischer Interessen beim Frontblatt eines überkommenen Transatlantizismus der schon erwähnten Zeit, auf dessen Frage nach der Zukunft der NATO mit der knochentrockenen Bemerkung abzukanzeln: Mir ist das ziemlich gleichgültig, ob sie in 10 Jahren noch existiert. Bereits ein Jahrzehnt zuvor hatte er zur US-amerikanischen Geostrategie angemerkt: Ich bin überzeugt, dass wir Europäer uns nicht zu Instrumenten amerikanischer hegemonialer Macht machen lassen dürfen. Die Europäer müssen versuchen, im Sinne ihrer Sicht und ihrer Interessen Einfluss zu nehmen. Solange aber die supermächtigen USA darauf beharren sollten, unilateral, das heißt allein, zu entscheiden und unilateral militärisch zu handeln, so müssen wir das in gelassener Würde ertragen. Das sehe ich ein bisschen differenziert, aber ist ja schon mal eine Erkenntnis. Und ein Jahr später sah er sich gar veranlasst, wortwörtlich die, Zitat jetzt, gegenwärtige imperialistische Einstellung der USA zu monieren. Nimmt man diese Annotation des Elder Statements Helmut Schmidt sowie die Analyse, die ich vorher entwickelt habe, ernst, so ergibt sich die zwingende Konklusion, dass es im existenziellen Interesse Europas liegt, eine tragfähige sicherheitspolitische Alternative gegen die US-amerikanische Form von Amok-Politik zu entwickeln, ganz so wie dies Deutschlands altkonservative Renommierhistoriker Heinrich August Winkler schon vor vielen Jahren postuliert hatte, als er anmerkte, Zitat, die Mitglieder der EU werden mehr für ihre gemeinsame äußere Sicherheit tun und diese arbeitsteilig organisieren müssen, wenn sie ihre einseitige Abhängigkeit von den USA verringern wollen. Andernfalls werden die Proteste gegen den amerikanischen Unilateralismus nur Ausdruck europäischer Ohnmacht bleiben. Im Kern geht es dabei um nichts Geringeres als die Frage, ob das alte Europa, wie US-Kriegsminister Donald Rumsfeld vor dem Irak-Desaster selbstgerecht höhnte, angesichts der hegemonialen Attitüden der militärischen Hypermacht USA unter einer globalen Pax Americana zu leben gewillt ist. Für eine Europäische Union, die sich vom Vasallenstatus gegenüber der atlantischen Hegemonialmacht befreien will, folgt daraus, dass der Königsweg zur Unabhängigkeit nun mitnichten darin bestehen kann, nun ihrerseits Status und Potenz einer globalen Militärmacht anzustreben, sondern vielmehr im klugen Gebrauch von Diplomatie und wirtschaftlicher Stärke im Rahmen einer eigenen, geoökonomisch fundierten Globalstrategie. Damit bin ich mit meinen Einführungen und Ausführungen zunächst mal vorläufig am Ende. Ich habe natürlich was mitgebracht, um dann diesen Ansatz, nämlich die Friedensmacht Europa als Alternative, näher darstellen und begründen zu können. Aber ich glaube, ich bin jetzt am Ende meiner Redezeit erstmal angelangt und wir können das in die Diskussion gegebenenfalls verschieben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke vielmals. Wir sind also übereingekommen, dass es auch zur Einleitung der Diskussion auch noch einen Kommentar gibt von einem alten Freund, sogar auch einen regelmäßigen, seit vielen Jahren Schreiber im International, dankenswerterweise. In der nächsten Nummer ist auch wieder ein Beitrag von dir. Also Heinz Gärtner. Ich glaube, es ist nicht unbedingt notwendig, ihn vorzustellen, aber der Fairness und der Ausgewogenheit halber doch gerne. Heinz Gärtner ist Professor für Politikwissenschaft, Autor zahlreicher Bücher. Das letzte, ganz aktuell, heißt Der Kalte Krieg. Und was ihn auszeichnet, auch zu dem Thema aus erster Hand zu referieren oder zu co-referieren, ist, dass er eigentlich seit vielen Jahren regelmäßige Forschungsaufenthalte an nordamerikanischen Universitäten wie Stanford absolvierte und auch weiterhin absolvieren wird und daher vieles, was er auch kommentieren kann und referieren kann, aus erster Hand selbst kennt. Heinz, danke für deinen Kommentar im Voraus. Danke, Fritz, danke auch für die Einladung und auch für die interessanten Ausführungen von Herrn Rose. Wir haben ja vereinbart, dass wir beide zum Thema NATO sprechen. Wir haben einen unterschiedlichen Ansatz wahrscheinlich. Herr Rose und ich, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, Herr Rose und ich haben im Vorfeld eine Arbeitsteilung
vereinbart. Wenn man die NATO etwa mit der Metapher eines Löwen beschreiben würde, haben wir, wenn wir beide den Löwen jagen, haben wir vereinbart, Mitte des Weges, wenn wir die Fußtritte angeschaut haben, und wie das auf Österreichisch heißt, die Fährten des Löwen, haben wir vereinbart, Rose geht den Fährten nach, wo der Löwe hingegangen ist, um den Löwen zu finden. Ich gehe der Fährte nach hinten, um zu schauen, wo der Löwe hergekommen ist. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich werde etwas in die Geschichte schauen, den etwas weniger gefährlicheren Weg eingehen. Herr Rose hat natürlich den versucht, dass er den Löwen auch zu erjagen mit seiner Kritik an der NATO. Ich werde eine kleine alternative Geschichte darstellen. Rose hat vor allem also die Rolle der USA betont innerhalb der NATO, die treibende Kraft der USA. Ich werde mich konzentrieren, historisch vorerst, aber dann auch aktuell auf die treibende Kraft der Europäer. Natürlich kann ich jetzt nicht auf alle Zitate über die USA jetzt eingehen und reagieren, aber ein paar Worte zur Obama-Administration möchte ich vielleicht dann doch noch sagen. Also zur Vorgeschichte noch einmal der NATO. Begonnen hat die NATO-Debatte eigentlich mit dem Versuch, Deutschland einzubinden. Also das Keep the Germans Down war das viel Wichtigere als die beiden anderen, Keep the Russians Out and the Americans In. Das war also 1946, 1947 bei der Gründungsdebatte, die es gegeben hat. Und die NATO sollte so etwas wie ein kollektives Sicherheitssystem werden, wo dann Deutschland eingehegt wird. Im Lauf des beginnenden Kalten Krieges mit der Truman-Doktrin hat sich das etwas geändert. Deutschland wurde Bündnispartner, die Sowjetunion wurde der Feind, und das ist vor allem dann passiert mit der kommunistischen Machtübernahme in der Tschechoslowakei 1948, die zeitlich genau zusammengefallen ist mit der Sechsmächte-Konferenz, wo der Bruch Deutschland, also der Bruch des Westens mit der Sowjetunion erfolgte in Bezug auf, vor allem in Bezug auf Deutschland. Kennen, der übrigens hat damals gesagt, na, eigentlich braucht man gar kein Militärbündnis, weil die Sowjetunion ist gar nicht so eine Bedrohung, die wird irgendwann einmal aufgrund innerer Schwäche zugrunde gehen und sich deswegen also auch manchmal rhetorisch, außenpolitisch aggressiv verhalten. Bei der Gründungsphase hat es in den USA eine sehr intensive Debatte gegeben, wir wollen eigentlich gar nicht diese Beistandsverpflichtungen haben. In den USA gibt es eine sehr starke Tradition, die auf Jefferson zurückgeht, die Gefahr der Entangling Alliances. Also hineingezogen werden wieder in einen Krieg. Rose hat erwähnt, die beiden Weltkriege, die USA betrachten das, also die Europäer haben uns da hineingezogen wieder in einen Krieg. Wir wollen das nicht wieder automatisch haben. In den USA hat man gesagt, naja, ein Bündnis nach Vorbild des Rio-Paktes, wo es keine automatischen Beistandsverpflichtungen gibt. Es waren die Europäer, die gesagt haben, wir wollen eine automatische Verpflichtung, dass uns die USA zu Hilfe kommen. Es ist dann sozusagen in den Artikel 5, den bekannten Artikel 5 der NATO hineingeschrieben worden, as it deems necessary, das war die Formulierung, die die USA wollten. Dann haben die Europäer, den Europäern war das zu wenig, und die Europäer haben dann gefordert, unter Einschluss militärischer Gewalt. Das ist sozusagen der Zusatz, der die Europäer dann zufriedengestellt hat. Von Beginn an hat es eine Debatte gegeben über die Lastenteilung bzw. Zahlung der Mitgliedsbeiträge oder der, sozusagen der Verteidigungsbeiträge. Und die USA konnten eigentlich die Truman-Regierung konnten eigentlich den Senat nur überzeugen, dass diese Beistandsverpflichtung hineinkommt, indem man von den Europäern sozusagen einen entsprechenden Beitrag gefordert hat, obwohl das damals so also minimal war, was die Europäer zahlen konnten. Ein richtiges Militärbündnis mit einer einheitlichen Kommandostruktur ist die NATO erst geworden nach dem Koreakrieg. In den 50er Jahren, vor allem unter Eisenhower, Präsident Eisenhower, hat es immer wieder Versuche gegeben, die USA
das Engagement der USA, das militärische aus zurückzunehmen in Europa. Eisenhower hat sogar vorgeschlagen, die Truppen überhaupt abzuziehen. Eisenhower hat die Neutralität Österreichs sehr unterstützt. Aus dieser Debatte über die österreichische Neutralität nach dem Staatsvertrag ist eine Debatte entstanden über ein Disengagement, ein Rückzug der Bündnisse in Europa unter Einschluss Deutschlands. Sozusagen Deutschland würde dann vereinigt werden, aber das war faktisch das Vorbild Österreichs, Abzug der Truppen und teilweise eben, also auch des Warschauer Pakts aus den zentraleuropäischen Ländern. Damit verbunden war dann die Debatte über eine nuklearwaffenfreie Zone in Zentraleuropa. Derjenige, der das am meisten verhindert hat, war nicht Eisenhower. Eisenhower war eigentlich sehr dafür, obwohl er das nicht sehr laut sagte. Der es verhindert hat, war Konrad Adenauer. Adenauer wollte das überhaupt nicht und er hat gesagt, zuerst Österreich, dann Deutschland, dann Europa, dann die ganze Welt wird kommunistisch werden. Das war der Adenauer der, der die Westintegration der NATO forderte, obwohl es sehr viele Versuche gegeben hat, die neutrale Zone mit der Einschluss Deutschlands zu errichten. Unter anderem der zitierte George Kennan war einer derjenigen, die das am meisten gefordert haben. Es hat in den USA auch eine überparteiliche Senatsinitiative gegeben, die das wollte. Die britische Labour Party hat das gefordert. Also es ist sozusagen nicht eine Fußnote der Geschichte. Das war eigentlich sehr eine intensive Debatte. Und wenn man Adenauers Memoiren liest, so der Band, der sich beschäftigt mit den 50er Jahren, war zwei Drittel Debatte über Neutralität Deutschlands und Vorbild Österreichs. Diese Debatte, ja, und Deutschland hatte natürlich auch mit Nuklearwaffen experimentiert bis zum Abschluss des Atomwaffensperrvertrages 1969. Und wer hat also die Deutschland davon abgehalten, selbst Nuklearwaffen zu bauen? Das waren also die USA, die Deutschland damals unter Druck gesetzt haben und gesagt sozusagen, lieber auf den Atomschirm der USA vertrauen. Deswegen haben die USA damals das Versprechen entwickelt, der Extended Deterrence, sozusagen der Abschreckung, die auch für Bündnispartner geben sollte, um die Bündnispartner davon abzuhalten, dass sie selbst Nuklearwaffen entwickeln. 60er, 70er Jahre, wieder dieselbe Debatte, Rückzug der USA. Es kommt dann der viel zitierte, viel gelobte Hamel-Plan 1967, der jetzt als Höhepunkt des Kalten Krieges, der jetzt wieder als Vorbild gilt, obwohl das Höhepunkt des Kalten Krieges war. Es war der belgische Premierminister, der gesagt hat, wir müssen die NATO modernisieren, können aber gleichzeitig einen Dialog mit der Sowjetunion führen. Es war aber weit davon entfernt schon, also dieses Dialogforum wie 1975, die Helsinki-Schlussakte mit der KSZT zu erreichen. Nach den Hamel-Plan immer wieder die Angst, die USA werden sich zurückziehen. Es war also der zitierte Helmut Schmidt, der dann gesagt, eine Raketenlücke entdeckt hat. Helmut Schmidt hat eine Raketenlücke in Europa entdeckt. Bei einer Rede beim IIISS in London hat er gesagt, die Sowjetunion ist dabei, also die SS-20 jetzt zu stationieren. Wir brauchen amerikanische Raketen in Europa. Die USA haben gesagt, na bitte, wenn ihr das wollt, das war nicht geplant, aber wir haben ohnehin etwas in der Schublade. Wir haben die Pershing und wir haben die Cruise-Missile, die können Sie haben. Stationieren wir auf eurem Territorium. Helmut Schmidt selbst, die Deutschen haben und die Österreicher auch, obwohl sie nicht direkt betroffen waren, haben also dann plötzlich entdeckt, naja, das kann aber ganz schwierig werden. Es ist die damals, wenn es die Älteren unter euch werden sich daran erinnern, die Friedensbewegung entstanden. Ja, Europa wird jetzt ein Schlachtfeld. Die Großmächte werden auf europäischen Territorien einen Nuklearkrieg austragen. Das sozusagen, das können wir nicht haben. Und dann die großen Verhandlungen, also nach dem Doppelbeschluss der NATO ist es dann gekommen, Doppelbeschluss 79 ist es dann zu dem INF-Vertrag 1987 gekommen, also der Abzug der Raketen den Amerikanern ist ohnehin daran nie sehr viel gelegen gewesen. Ende des Kalten Krieges, ja, es gibt sehr viele Amerikaner, die gesagt haben, die NATO ist auch obsolet, also es war nicht nur erst der jüngst gewählte Präsident,
Der berühmte, bekannte Realist Kenneth Waltz hat gesagt, die Tage, nicht die Tage der NATO, aber die Jahre der NATO sind gezählt. Was dann passiert, also das Bündnis verschwindet mit Feind. Es war faktisch alle Militärbündnisse in der Geschichte sind mit dem Feind, irgendwie mit dem Verschwinden des Feindes obsolet geworden. Warum nicht die NATO? Nein, die NATO hat sozusagen sich neuen Aufgaben zugewandt. Das waren ein Krisenmanagement-Aufgaben, das war also dann auch der Balkan. Und da wiederum, Clinton war sehr, sehr zögerlich, im Balkan einzugreifen, in Bosnien zuerst und dann in Kosovo. Und es waren immer wieder die Europäer, die die Amerikaner aufgefordert haben, ihr müsst in Kosovo etwas unternehmen. Und dann ist es ja auch zu diesem 1999er Kosovo-Krieg gekommen, ohne Autorisierung durch die Vereinten Nationen, was sicherlich ein Sündenfall der NATO auch damals war. Es kam 9-11, die Anschläge des 11. September. Die Europäer sehr eilfertig haben gesagt, wir rufen den Artikel 5 der NATO aus, Beistandsverpflichtung, wir kommen den USA zu Hilfe. Die USA haben gesagt, nein, danke, wir wollen das eigentlich gar nicht, wir erledigen das selbst in Afghanistan. Und es ist in den Medien eine sehr, sehr häufig verwendete Falschmeldung, dass man sagt, also die Truppen, die dann nach Afghanistan geschickt wurden, sind auf der Basis dieses Artikel 5, die sind gar nicht auf dieser Basis des Artikel 5. Der ist zwar ausgerufen worden, aber sozusagen nie implementiert worden. Diese Truppen sind auf der Basis von 2 UN-Mandaten da. Die USA waren selbstständig da, aber die Europäer, die dort waren, das waren also auf der Basis von UN-Mandaten. Es hat sich innerhalb der NATO haben sich zwei Fraktionen herausgebildet, die einen, die gesagt haben, wir sind ein traditionelles Verteidigungsbündnis, das waren vor allem Europäer, und dann diejenigen, die gesagt haben, wir sind ein Krisenmanagement-NATO, wir wollen auch global agieren. Das war ein großer Teil der Amerikaner, aber auch nur ein großer Teil. Das ist dann out of area, out of continent, Balkan-Engagement, Afghanistan-Engagement gekommen. Gleichzeitig hat es aber in den 90er Jahren schon die Debatte der NATO-Osterweiterung gegeben. Ein weiterer Sündenfall, würde ich sagen, sozusagen, der uns auch zur Ukraine-Krise geführt hat. Und da waren das natürlich wieder die Osteuropäer, die das wollten, also die Europäer. Allerdings nicht nur, auch Brzezinski, den Sie erwähnt haben, war sehr für sozusagen damals also sehr also gefördert, diese Osterweiterung der NATO. Und Brzezinski hat das sozusagen auch wegen seines Naheverhältnisses zu Polen getan. Ne? Also, er war polnischer Herkunft, hat polnisch sehr gut gesprochen, hat also war permanent in Polen. Es war sozusagen das eigentlich das ein Geschenk an seine Heimat. Was haben wir dann gehabt? Eine NATO-Erweiterung führte, wir hatten gestern da eine Debatte über die Ukraine-Krise und Russland, das Verhältnis von Russland zur Europäischen Union. Aber natürlich kann man sagen, also, dass die Besetzung der Krim und die Intervention der Russlands, also die indirekte in der Ostukraine, mit der Versuch verbunden war, eine weitere NATO-Erweiterung zu verhindern. Innerhalb der NATO hat dann wieder die Fraktion der Traditionalisten, derjenigen, die ein traditionelles Verteidigungsbündnis wollen, die Oberhand bekommen. Also Krisenmanagement NATO wurde zurückgedrängt, globale Mente zurückgedrängt, also wieder ein traditionelles Verteidigungsbündnis zurück zum Kalten Krieg. Wer sind die treibenden Kräfte gewesen? Das war also Polen, das waren also die baltischen Staaten vor allem. Und alle Vorkehrungen, die NATO getroffen hat für Krisenmanagement, sind plötzlich umgewandelt worden in kollektive Verteidigungsoperationen. In den Gipfelerklärungen von Wales und von Warschau steht sogar drinnen, Cyberbedrohungen können mit kollektiven Verteidigung beantwortet werden. Sie wissen, was kollektive Verteidigung heißt. Wenn ein Mitgliedstaat angegriffen werden, kommen alle Mitgliedstaaten diesen Mitgliedstaat zu Hilfe, einer für alle, alle für einen.
Und das versucht man einmal bei einem Cyberangriff rauszubekommen, wer tatsächlich also der Angreifer gewesen wäre. Wenn jetzt der Trump, Präsident Trump in Brüssel steht und sich von den Europäern nicht überreden lassen will, den Artikel 5 zu unterstützen, zuzuheißen, obwohl er das auf Druck jetzt kürzlich wieder getan hat, bei der Pressekonferenz mit dem rumänischen Premier, dann liegt das sozusagen in einer Tradition der Amerikaner. Wieso sollen wir uns für die Europäer noch einmal verpflichten, etwas zu tun? Natürlich gibt es den Artikel 5, der ist weiterhin gültig, ob das der Trump dann gut heißt oder nicht. Aber das ist sozusagen etwas, dass die Amerikaner sagen, ihr tut es mehr für eure Verteidigung, wir machen nicht automatisch, kommen nicht euch automatisch zur Hilfe. Also diese Entangling Alliance ist immer noch sozusagen in den Bewusstsein vieler Amerikaner sehr eingegraben. Gut, also Trump hat gesagt 2%, das sage ich jetzt nur schnell in Klammern, was sozusagen die Europäer müssen 2% zahlen, was die 2% zahlen innerhalb der NATO, was ein bisschen unsinnig ist, weil wenn Deutschland 2% des BNP zahlen würde für Verteidigung, dann würde Deutschland ungefähr dieselben Verteidigungsausgaben haben wie Russland. Gebe Rose recht. Europa muss sozusagen andere Alternativen finden und nicht also im vorauseilenden Gehorsam auf diese 2% schielen oder eine Europaarmee errichten. Das State Department will die Diplomatie und Hilfsausgaben um 30% kürzen. Da entsteht schon ein ziemliches Vakuum, wo die Europäer vorstoßen könnten. Es sind aber die Osteuropäer und die Europäer, die diese 2% einfordern innerhalb der NATO. Nicht? Also vor allem also sind das. Merkel war da ein bisschen sozusagen diejenige, die dem vorauseilenden Gehorsam da das Wort geredet hat, wo sie inzwischen gesagt haben, wir Europäer sollen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, aber man kann daraus lesen, dass sie auch das Militärische meint. Gut, ein paar Worte noch, Fritz, du schaust schon auf die Uhr, aber ein paar Worte noch. Vielleicht noch zu Obama, weil sozusagen ein Großteil des Referats hat sich ja nicht nur von Herrn Rose, nicht nur auf die NATO bezogen, sondern auf die USA. Ich werde sozusagen nur kurz auf die Obama eingehen. Obama hat die Wahl gewonnen, vor allem mit dem Versprechen, die Kriege in Afghanistan und den Irak zu beenden. Die Amerikaner waren kriegsmüde. Obama hat vor allem also den Krieg also in Irak als ungerechten Krieg bezeichnet, nicht den in Afghanistan. Obama steht da in einer Tradition von US-Präsidenten, die genau aus dem Grund auch ihre Wahlen gewonnen haben. Eisenhower hat versprochen, den Koreakrieg zu beenden, hat mit diesem Versprechen auch mit diesem Versprechen die Wahl gewonnen. Nixon hat versprochen, den Vietnamkrieg zu beenden, hat damit die Wahl gewonnen, obwohl er den Vietnamkrieg dann noch selber also ein paar Jahre hinausgezögert hat, aus innenpolitischen Gründen. Obama konnte den Krieg nicht ganz beenden, sozusagen unter dem Druck von Republikanern hat er einen Surge in Afghanistan wieder gemacht, also eine Truppenaufstockung, der schiefgegangen ist. Spezialtruppen sind wieder in beiden Ländern, aber aus anderen Gründen. Jetzt ist es vor allem also dann in Syrien und IS und Irak, um den IS zu bekämpfen. Und Obama hat man als Rückzugspräsident bezeichnet, nicht ganz zu Unrecht, weil er verhindern wollte ein weiteres Engagement der USA. Dazu gehören natürlich auch die Drohneneinsätze, wie Herr Rose sagt, die also zu Recht umstritten sind. Gerade wegen der sogenannten Kollateralschäden, aber es war ein Versuch zu verhindern, dass amerikanische Truppen wieder engagiert werden. Und das Gleiche haben wir in Syrien, wo die Republikaner den Obama sehr gedrängt haben, zu intervenieren. Obama hat unvorsichtigerweise eine rote Linie gezogen, wenn chemische Waffen massiv eingesetzt werden. Allerdings war damit nicht verbunden eine Interventionsdrohung. Das hat man nachhinein hineininterpretiert. Obama hat dann mit Lavrov ein Abkommen geschlossen über den Abzug der Chemiewaffen aus Syrien.
was auch eine, was die bessere Alternative war, als tatsächlich amerikanische Truppen zu schicken. Libyen ist noch sozusagen ein Beispiel, wo man sagen kann, gut, da haben die Amerikaner interveniert, das waren auch wieder die Europäer und die NATO-Europäer, die die USA gedrängt haben, aber innerhalb der USA Bremser waren Obama und das Pentagon, aber diejenigen, die das in den USA wollten, war das State Department, vor allem mit Hillary Clinton und mit Samantha Power Anne-Marie Slaughter, die also diese Intervention gefordert haben, und die Susan Rice war auch noch dabei. Also das war diese Menschenrechtsfraktion innerhalb des State Departments. Weil wir in Wien sind, muss ich sagen, das möchte ich noch unbedingt erwähnen, Obama hat das JCPOA, das Nuklearabkommen mit dem Iran, abgeschlossen auch. Wir waren 2011, knapp vor einem Krieg im Mittleren Osten wegen Iran, wegen des Nuklearprogramms. Das war eine wirkliche diplomatische Kriegsverhinderungsstrategie. Mittlerweile haben wir einen Präsidenten, der hat Syrien bombardiert, der hat Afghanistan bombardiert, hat also dem Iran gedroht. Ich würde mal sagen, nach 4 Jahren Trump werden wir vielleicht wieder froh sein um eine Regierung Obama. Ja, danke. Ach ja, okay, wenn du mich schon fragst, so ein paar Punkte vielleicht dazu dann kurz notiert. Ja. Völlig richtig, der Verweis auf den Kontext, Entstehungskontext der NATO und die deutsche Rolle da drin, wobei unerwähnt blieb, dass es die Absicht von Adenauer oder das Kalkül von Adenauer bestand darin, eine Teilsouveränität Deutschlands zurückzuerhalten, dadurch, dass Deutschland deutsche Soldaten bereitstellte. Denn die Debatte war unter den Alliierten angesichts der angenommenen oder tatsächlich existierenden sowjetischen Bedrohung, wieso sollen wir unsere Soldaten für die verdammten Crowds opfern, nicht? Die den Zweiten Weltkrieg angefangen haben. Die sind die Ersten, die bedroht sind, und die sollen gefälligst ihre Truppen, sollen Truppen bereitstellen. Und das hat Adenauer dann ermöglicht zu sagen, okay, das tun wir schon, aber dafür werden wir zumindest mal teilsouverän. Und dann war der Deal folgendermaßen, man hat die Deutschen, als die Bundesrepublik Deutschland mit der Bundeswehr als gleichberechtigtes Mitglied auf Augenhöhe in der NATO aufgenommen und parallel dazu zugleich in die Westeuropäische Union. Und da war über die Londoner Protokolle die Totalkontrolle des deutschen Militärs garantiert und sichergestellt. Da gab es ganz bestimmte Einschränkungen für die Rüstungsbeschaffung, keine Flugzeugträger, keine strategischen Bomben, keine Atomwaffen, keine Chemiewaffen, bis zum Kaliber der Kanonen war alles geregelt. Und das wurde auch bis 1990 kontrolliert. Natürlich, je länger der Kalte Krieg dauerte und je mehr sich die Deutschen natürlich über die Jahrzehnte hinweg als zuverlässige Bündnispartner erwiesen hatten, desto, sagen wir mal, großzügiger und laxer, und die Bestimmungen wurden auch nach und nach natürlich auch aufgeweicht. Wichtig finde ich auch zu erwähnen, zum Entstehungskontext des Kalten Krieges, es gab im Februar 1945 eine Konferenz von Yalta, und da waren die Einflusssphären abgesteckt worden zwischen den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Und die Sowjetunion hat sich 100% und aufs Jota genau an diese Bestimmung gehalten und ist niemals über diese Bestimmung hinweggegangen. Weder in Polen, noch in der Tschechoslowakei, noch in Ungarn. Das war dem Einflussbereich der Sowjetunion zugeschlagen worden. Und die Interpretation über das, was Demokratie ist, die waren halt unterschiedlich in England und in der Sowjetunion, nicht? Die Russen redeten vom demokratischen Zentralismus und die Engländer halt vom Manchester-Liberalismus. Aber das war ja nicht in Yalta geklärt worden. So waren die Russen im Recht, und sie waren bis zum Einmarsch, bis zur Unterstützung des per Bündnisvertrag oder Freundschaftsvertrag verbundenen Afghanistan im Recht.
Afghanistan 1979 gehörte nach Jalta zum Einflussbereich der Sowjetunion und nicht der USA. Und es waren die USA, und das hat Brzezinski auch zugegeben, die in Afghanistan die Wahrscheinlichkeit einer Intervention systematisch erhöht haben, um ihr dort ihr Vietnam zu bereiten, dadurch, dass sie aufständische Mujahedin, nicht, die den Feudalismus in Afghanistan verteidigen wollten, gegen die Demokratische Volkspartei Afghanistan, typische linksgerichtete Befreiungsbewegung, wie sie in den 70er Jahren üblich war in vielen Ländern der Dritten Welt, indem man die hochgerüstet hat und in Stellung gebracht hat gegen die Regierung der DVPA in Kabul. Und da sind die Sowjets dann drauf eingestiegen, allerdings nachdem sie 20 Mal gebeten worden waren von der afghanischen Regierung dort, bitteschön, zu intervenieren, um diese Regierung zu retten. Adenauer, nochmal darauf zurückgekommen, finde ich eine Katastrophe. Wir haben der Politik Adenauers 40 Jahre deutsche Teilung und die gleiche Dauer Kalten Krieg zu verdanken, denn aus meiner Sicht war es im sowjetischen Interesse, zwischen sich und das westliche Bündnis einen Gürtel neutraler Staaten nach dem Muster des österreichischen Staatsvertrages zu kriegen. Und der Gürtel hätte gereicht, Finnland, Schweden, Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Jugoslawien. Das hätte den sowjetischen Sicherheitsbedürfnissen genügt. Und die wären mitnichten in der Bundesrepublik einmarschiert. Genauso wenig, wie sie in Finnland, Schweden oder Jugoslawien oder in Österreich einmarschiert sind. Das war eben die Propaganda des Kalten Krieges, systematisch betrieben. Und die Rüstungsindustrie hat natürlich da die Champagnerkorken knallen lassen. Das war ja auch ein gewisses Problem für die Amis nach dem Zweiten Weltkrieg, denn sie hatten natürlich einen riesigen Apparat hochgezogen, um Nazi-Deutschland und Japan platt zu machen, und man hätte den nun einfach wieder beseitigen müssen, und da gab es natürlich massive Interessen dagegen. Die Friedensbewegung entstand nicht erst in den 70er und 80er Jahren, sondern schon in den 1950er Jahren in Deutschland, die sogenannte Ohne-mich-Bewegung. Also diese Politik Adenauers, die es gerade geskizziert hat, hat massive deutsche Widerspruch innenpolitisch erfahren. Leider konnten die sich nicht durchsetzen. Für Afghanistan. Es gab für die Intervention in Afghanistan kein einziges UN-Mandat. Die UN hat lediglich festgestellt in den einschlägigen Resolutionen nach 9/11, es gibt einen Artikel 51 der Charta. Ja, das hätten wir auch gewusst, wenn die es dann nicht reingeschrieben hätten. Die haben aber nirgendwo ausdrücklich, explizit die USA dazu ermächtigt, in Afghanistan einzumarschieren. Warum auch? Die Attentäter kamen aus Saudi-Arabien, aus Jemen, aus Marokko. Es war nicht ein einziger Afghane dabei. Es stand auch bis heute kein einziger Afghane jemals auf der Fahndungsliste von Interpol wegen Terrorismus. Also das letzte Land, in das man hätte einmarschieren müssen, war Afghanistan. Die Terrorzentrale, also die Konzernzentrale des internationalen islamistischen Terrorismus steht in Riad. Und es wird auch heute noch wird die Filiale bombardiert in Raqqa und Mosul und nicht die Zentrale. Ja, die wird mit 110 Milliarden Dollar hochgerüstet. Wiederum zur großen Freude der US-Rüstungsindustrie. Das übrigens auch ganz spannend, wenn man sich das Verhältnis anguckt und diese 2%-Forderung von Trump. Das ist ja nur der Running Gag der NATO, völlig zu Recht erwähnt, seit Anbeginn. Wenn ich mir nur mal die Verhältnisse in der Bundeswehr angucke, dann war das 1955, als wir der NATO beitraten und dann die ersten Truppen ab 1956 aufgestellt wurden, so, dass vom Sturmgewehr über den Schützenpanzer, den Kampfpanzer, das Jagdflugzeug und den Jagdbomber und den Marinezerstörer alles, aber auch alles aus amerikanischen Beständen kam. Die Bundesrepublik Deutschland und viele der europäischen Alliierten waren eine Bonanza für die amerikanische Rüstungsindustrie. Die haben uns ihr abgelegtes Geraffel verkauft, die Hardware, inklusive der Ersatzteilversorgung, und die Ersatzteile haben sich vergolden lassen und die Ausbildung an diesem Militärzeug. Ich war selber ein knappes Jahr in den USA zur Ausbildung am Waffensystem Hawk. Flugabwehrraketen amerikanischer Provenienz. Und wenn ich mir heute den Zustand der Bundeswehr angucke und der europäischen Verbündeten, dann fällt mir jetzt in der Bundeswehr nur noch ein einziges größeres Waffensystem ein, was noch aus den USA stammt, und das ist das Flugabwehrraketensystem Patriot. Ansonsten haben wir unsere eigenen Jagdflugzeuge und Jagdbomber, unsere eigenen Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artillerie.
und Marinekampfschiffe, U-Boote, Zerstörer, Korvetten. Also wir haben im Grunde genommen das ganze, was wir Arsenal, was wir für unsere Armeen brauchen, produzieren wir in Europa selber. Das stinkt den Amis natürlich gewaltig. Und der Hintergrund ist natürlich der, dass mit den 2% Militärausgaben nicht die europäische Rüstungsindustrie stark gemacht werden soll, sondern die Europäer gefälligst wieder bei den Amis, bei McDonnell, Douglas, Raytheon und wie sie alle heißen, einkaufen sollen. Das ist der Background. Das sagt nur keiner so richtig offen. Ja, Osterweiterung, klar. Da müsste man vielleicht noch anfügen, dass Schulz, Baker und andere, Shevardnadze und Gorbatschow, zugesichert haben, es wird eine solche nicht geben. Die Russen waren leider zu naiv, oder die Sowjets damals, sich dieses schriftlich zusichern zu lassen. Sie waren davon ausgegangen, dass wenn ein amerikanischer Präsident und, oder auch Außenminister, wenn die offiziell sozusagen Versprechungen zu Protokoll geben, dass man den Zusicherungen vermeintlich seriöser Politiker Glauben schenken darf, das war ein Major Error. Und dann haben die Amerikaner später gesagt, was wollt ihr denn? Haben wir euch nie, habt ihr was vor? Habt ihr einen Vertrag? Habt ihr was vorzuweisen? So, und sie halten sich bis heute, ne, da wird dann gesagt, nein, wir haben ja nach wie vor keine dauerhafte, keine Truppenstationierung in der ehemaligen DDR, korrekt, gibt es nicht von der NATO. Und auch jetzt, das ist ganz interessant, diese Konstruktion jetzt im Baltikum, weil man da so ein paar Bataillone stationiert, aber eben nicht dauerhaft, sondern die werden immer sozusagen im Kreisverkehr abgelöst, ne? Sodass man formal immer noch sagen könnte, oh, was wollt ihr, liebe Russen, wir stationieren da ja nicht dauerhaft Truppen, ne? Wir lösen die ja immer wieder ab, ist natürlich Schwachsinn. Ne? Libyen 2011, klar. Ja. Wobei, da muss man zur Ehrenrettung der Amerikaner noch anmerken, das ist jetzt letzter Punkt, diesen Krieg und haben Frankreich und vor allen Dingen Großbritannien vor langer Hand vorbereitet. Der Putsch gegen Gaddafi war minimum 10 Jahre vorher. Angefangen damit, dass man den libyschen Außenminister, der zuvor Chef der Geheimdienste war, schon abgeworben hatte, der da damals dann während des Krieges spektakulär nach London übergelaufen war. Das war natürlich völliger Unfug, nicht? Das war eine reine Propagandashow. Der war schon längst beim MI6 angekauft und der Putsch in Benghazi war schon längst vorbereitet vom MI6 und vom französischen Geheimdienst. Und dann haben die Europäer aus einer Luftwaffenübung heraus, also die Briten und Franzosen aus einer Luftwaffenübung heraus, den Krieg begonnen, Gaddafi zu bombardieren und dann ging ihnen die Munition aus. Und dann hätten sie mit runtergelassenen Hosen dagestanden und in der Situation hatten sie Obama dann und dann die 4 Weiber da, die haben dann Druck gemacht und haben gesagt, so, ja auch der Russe, der, dieser, ich nenne den immer den After-Philosophen, Bernard-Henri Lévy, ja, ja. Der ja, sich rühmte auch in unserem Zentralorgan des deutschen Bellizismus der Zeit, dass er Sarkozy überzeugt hätte, zu intervenieren. Also die im Bunde, die haben dann dafür gesorgt, dass die Amerikaner die Europäer nicht haben hängen lassen und dann tatsächlich entgegen den einschlägigen UN-Resolutionen diese angebliche humanitäre Intervention dazu benutzt worden ist, Gaddafi zu stürzen. Und dabei, und das war insofern dann ein Major Error, nicht weil Gaddafi über die Klinge sprang, der hat das natürlich durchaus verdient, muss man sagen. Nicht? Der entscheidende Major Error, der stellte sich hinterher raus, weil man hat grundlegend bis auf den heutigen Tag das Verhältnis zu den Russen, zur Russischen Föderation und zu China zerstört. Man kriegt im Sicherheitsrat keinen Fuß mehr auf den Boden, weil die sagen, ihr habt uns einmal beschissen und das zweite Mal passiert uns das nicht. Fool me once, blame on you. Fool me twice, blame on me. Nach diesem Grundsatz handeln sowohl Russland als auch China. Und solange solche Typen wie Bush oder Trump oder auch Obama versuchen, auf Kosten Dritter wie der Chinesen oder der Russen dann auf so eine hinterhältige Art und perfide Art und Weise Politik, ihre nationalen Interessen durchzusetzen, werden die dieses Spiel nicht mitspielen. Und die Rechnung für so eine Politik, die wird natürlich dann zum Beispiel in Syrien präsentiert und anderswo. Ne? Kurzer Fact-Check. Nur. Ganz ja, kurz. Und dann ganz kurz Korrekturen. Erstens die, also Korrekturen, Präzisierungen, sagen wir mal so. Also die Sowjetunion war
gar nicht so für die Neutralität. Das hat sich erst später herausgestellt. Also bei der österreichischen Neutralität war die Sowjetunion 55, also 54, 55, gar nicht dafür, weil die deutsche Frage noch nicht gelöst war. Und bei der finnischen war sie auch nicht dafür, Finnland, weil der Vertrag bessere Bedingungen für die Sowjetunion geschaffen hat, als sozusagen die Neutralität, die erst später 55 in Finnland dazugekommen ist. Erste Korrektur, Präzisierung. Zweite Korrektur, Afghanistan hat es zwei UN-Mandate gegeben, die Resolution 1373 und 1386. Deswegen stehen ja, und was stand da drin? Da stand nicht drin, Afghanistan besetzen, da stand drin, die Täter zu verhaften und vor Gericht zu stellen. Ja, aber das sind Friedensoperationen, die... Nein. Die ISAF war dann hinterher als Afghanistan, muss man unterscheiden, zwischen der Operation Enduring Freedom. Die beginnt genau, im Oktober 2001. Das war eine US-Operation. Und das war eine nationale US-Operation ohne UN-Mandat. Und das war die Invasion Afghanistans. Und die ist nicht UN-gedeckt. Das sind zwei. Und später entsteht ISAF und das hat ein UN-Mandat. Ja, völlig d'accord. Genau, aber es gibt kein Mandat, was den Einmarsch in Afghanistan rechtfertigt. Nirgendwo. Ja, gut, aber das war nicht sehr viel später, das war... Das macht ja nichts. Für dieses Handeln gibt es keine völkerrechtliche Grundlage. Es gibt ein UN-Mandat auf der Basis dessen sozusagen die Europäer dort sind, wollte ich nur korrigieren. Ja, später, klar, aber die Bundeswehr zum Beispiel... Später war ein Monat später, ein Monat nach 9/11. Die Bundeswehr hat die Resolution gegeben. Die Bundeswehr ist mit dem Kommando Spezialkräfte ohne völkerrechtliches Mandat in Afghanistan gemeinsam mit den Amis eingefallen. Und als die Regierung in Kabul, die Taliban-Regierung, beseitigt war, gab es dann für die ISAF, für die International Security Assistance Force, für die dort installierte neue Regierung, da gab es ein UN-Mandat. Und das muss man feinsäuberlich auseinanderhalten. Im Oktober 2011 hat es das Mandat gegeben. Nee, definitiv nicht. Oktober 2011, also im September hat es noch die erste Resolution gegeben und im Oktober hat es die zweite Resolution gegeben. Dann sollten wir die jetzt mal googeln und dann können wir sie vorlesen und dann können wir da angucken. Ja, Dritter Punkt, Libyen hat es ein ganz korrektes UN-Mandat gegeben auf der Basis von Responsibility to Protect und Protection of Civilians. Ein Regime-Change war nicht ausgeschlossen in diesem Konzept. Allerdings gebe ich Ihnen recht, der Fehler ist dann hinterher passiert, dass man sich nicht sozusagen gekümmert hat um die Responsibility to rebuild. Also das war eigentlich der wirkliche Fehler. Also gut, lassen wir das jetzt einmal so stehen. Es ist genug auf dem Tisch, dass wir jetzt weiter diskutieren können. Bitte. Also erstens muss ich dem Eindruck entgegentreten, den der Heinz und den Schulgebiete da verbreiten möchte, dass so quasi die Europäer die Amerikaner immer gedrängt hätten. Was der Herr Rose sagte, ist in Thinktanks-Kreisen, in politischen Kreisen, nicht, wenn sie in der Öffentlichkeit reden, aber untereinander, permanente Meinung und permanent zu hören, was amerikanische Interessen sind und wie sie insbesondere in Europa und insbesondere im Nahen Osten umzusetzen sind. Einer der führenden ist der wohlgenannte Thomas Friedman, aber auch alle anderen reden in Washington vollkommen offen in diesem Sinn. Erstens. Zweitens, die NATO-Osterweiterung. Natürlich gab es diese Absprachen, aber nicht nur mit Baker und dem Präsidenten, sondern mit Mitterrand, mit Major, auf militärischer oder Generalstabschef-Ebene, mit dem Generalsekretär des Außenministeriums der Elysée in Paris, mit höchstrangigen europäischen Persönlichkeiten. Fakt ist, dass es keine Verträge darüber gibt, nur es gab immer irgendwo einen kleinen Russen, der ein Wortprotokoll mitgeschrieben hat. Und diese Protokolle existieren. Es existiert, was der Mitterrand zum Beispiel dem Gorbatschow gesagt hat, was der Baker dem Shevardnadze gesagt hat, was der britische Verteidigungsminister, dessen Namen habe ich jetzt vergessen, seinem russischen Gegenüber versichert hat. Und es war klare Linie, keine Stationierung von Truppen, keine Stationierung von Jagdflugzeugen, bilateral nicht und NATO-mäßig nicht.
Und was jetzt von den baltischen Staaten, von Polen, aber schon auch von Rumänien und Bulgarien gefordert wird, sind eindeutige Stationierungen. Natürlich läuft es momentan so, dass auf Rotationsbasis sozusagen verschwammelt wird. Aber das sind Stationierungen, weil die ganzen Vorkommanden, die Vorausstrukturen, die schaffen, permanent sind und dann landen die Truppen da hinein und werden wieder abgezogen. Also das ist ein technisches Problem. NATO-Gipfel in Bukarest 2008, wo es ging um NATO-Erweiterung bzw. Hinführung zu einem NATO-Beitritt von Ukraine und Georgien, wurden auch von den Amerikanern betrieben, insbesondere auch was Georgien anbelangt, und letztlich von der Merkel und dem französischen Premierminister verhindert. Also auch keine Geschichte, wo die Europäer da besonders hineingeblasen hätten, sondern es waren schon die Amerikaner und amerikanische Interessen. Gut, wenn das der ehemalige österreichische NATO-Botschafter jetzt als Pensionist sagt, dann werden wir davon ausgehen können, dass das alles stimmt. Und ich danke für die Ergänzung. Nein, nicht vorher. Gut, okay. Aber jetzt... bitte. Lass mich reden. Nein, warte, ihr habt jetzt schon lange genug gehört, jetzt lass einmal ein paar von Erwin. Ich will nur die Sache Ukraine ergänzen. Ne? Ich war bis 1980 hier im Friedensinstitut Präsident und habe plötzlich ein Offert bekommen von zwei Damen eines US-Endowments, das der Demokratischen Partei sehr nahe stand, die also um Hilfe baten und Unterstützung für ihre Tätigkeit in Georgien und in der Ukraine. Hier sind also Millionen, zum Beispiel in Georgien, locker gemacht worden mit nichtstaatlichen Mitteln. Und gleichzeitig haben über 200 israelische Ausbildner die georgische Armee aufgezont. Und gleichzeitig hat die Regierung der Vereinigten Staaten ganz offiziell, was inoffiziell gezahlt worden ist, weiß ich nicht, über 300 Millionen Dollar für die georgische Armee bereitgestellt. Und das hat ermöglicht, dass die in Südossetien eingefallen sind. Nicht die Russen sind in den Georgien eingefallen, sondern umgekehrt. Das wird fast weggewischt in den öffentlichen Diskussionen. Und darüber hinaus, es gibt also auch Verbindungen der NATO zu finanzkräftigen amerikanischen Kreisen europäischen Ursprungs, wie des Herrn Soros, der ja nicht nur die Europäische Universität in Budapest sponsert, was ich durchaus für positiv einschätze, weil es da ohnehin einmal eine Gegenbewegung braucht in diesem Land. Aber der arbeitet eng zusammen mit dem NATO-Teil, mit dem Teil der NATO-Verwaltung, der also im Vorfeld der NATO in ganz Europa Meetings macht für jungen politischen und militärischen Nachwuchs, und hier ist es eine gemeinsame Finanzierung aus der NATO-Kasse und aus der Kasse des Herrn Soros gang und gäbe seit Jahren. Ich habe selber an solchen Treffen teilgenommen, also ich weiß, wovon ich rede. Mhm. Ja, gibt es noch? Gut, dann hast du jetzt die Chance, da noch einmal den Karl Schrammeck zu. Aber du darfst... Zwei Minuten. Du hast natürlich recht, die USA wollen einen Punkt, den anderen hast du nicht recht. Wollen natürlich kontrollieren die NATO. Und die NATO-Strukturen sind dann letztlich seit Koreakrieg so aufgebaut worden, dass die USA die Kontrolle über diese Organisation hat. Und der berühmte Kenneth Waltz,
gesagt hat, die NATO wird obsolet, erklärt also die Fortexistenz der NATO damit, dass er sagt, weil die USA ein Interesse daran haben, sozusagen, dass die Organisation auch kontrollieren zu können. Das primäre Interesse gilt allerdings nicht Europa. Das primäre Interesse, die USA in Europa zu halten, über die Beistandsgarantien, sind die Europäer, wie ich ausgeführt habe. Und wenn du die Doktrinen der US-Präsidenten seit 1945 anschaust, so war die einzige Truman-Doktrin diejenige, die sich auf Europa bezogen hat. Eisenhower-Doktrin, Nixon-Doktrin, Carter-Doktrin, alle haben sich auf den Mittleren Osten oder auf Lateinamerika bezogen. Das war das globale Interesse der USA. Europa sollte man stillhalten, hat übrigens auch der Brzezinski in fast allen seiner Bücher geschrieben, die Stabilität in Europa reicht aus, es gibt ein globales Interesse. Also die Europäer wollten immer wieder verhindern, dass die USA sich nur global engagiert und Europa vergessen. Das geht also bis heute durch und das habe ich ja auch historisch gezeigt und das hat auch der Trump wieder vorgeführt, dass er gesagt hat, naja, sozusagen, wir nicht noch einmal. Ne? Es gibt sogar ein wechselseitiges Interesse, völlig richtig. Von Seiten der Europäer ist es so, sie wollen oder sie profitieren ja davon, dass die Amerikaner ihre Ressourcen aufwenden im militärischen Bereich. Es ist ja nach wie vor so, dass die unglaubliche Rüstungsausgaben da tätigen. Und im Windschatten haben die Europäer natürlich während des gesamten Kalten Krieges ihr Geld hauptsächlich eben nicht sinnlos in Rüstung gesteckt, sondern konnten das für den Aufbau auch ihrer Ökonomien investieren. Insofern haben die Europäer davon profitiert. Aber es ist nicht so, dass sie Trittbrettfahrer waren, weil die Amerikaner waren aus Eigeninteresse in Europa. Sie haben auch, wird auch in Deutschland immer missverstanden, die Amerikaner haben uns befreit von der Nazi-Tyrannei. Das hat Richard von Weizsäcker völlig richtig dargestellt. Aber, und das ist der entscheidende kleine und feine Unterschied, sie sind nicht gekommen, um uns zu befreien. Die sind nicht, haben sie nicht gesagt, die armen Deutschen und Österreicher leiden so unter diesem Herrn Hitler, da müssen wir jetzt intervenieren, um den da endlich und diese Leute in Europa, die armen Deutschen, zu befreien. Nein, die wussten ganz genau, wenn Hitler Erfolg hat und eine faschistische Diktatur vom Atlantik bis zum Ural errichtet in Eurasien, dann sind sie da drüben auf ihrer Insel aber verdammt schlecht dran. Und Mr. Churchill wusste auch natürlich, dass er überhaupt kein Abkommen mit Hitler zu schließen brauchte, weil natürlich, wenn der Stalin fertig gemacht hätte, wäre das Nächste die Invasion in Großbritannien gewesen. Also schlau war Churchill natürlich schon auch. Das heißt, die sind aus wohlverstandenem nationalem Eigeninteresse hier in der Normandie gelandet und in Italien. Und haben dann diese Diktatur beseitigt. Und sie sind dann auch aus nationalem Eigeninteresse hier geblieben. Das ist ja diese Geostrategie, weil sie sagen, die brauchen Europa als die logistische Drehscheibe für die Power Projection nach Near and Middle East. Wenn sie hier nicht mehr, der Irakkrieg 2003 wäre schlichtweg nicht denkbar und implementierbar gewesen ohne die logistische Basis Europa und Deutschland vor allen Dingen. Nicht? Also die Amerikaner sind nicht deswegen hier, weil ihnen die Europäer leid tun oder weil sie meinen, sie müssten die Europäer beschützen, sondern sie sind deswegen da, weil es ihr nationales Interesse ist. Deswegen würde ich auch im diplomatischen Bereich der NATO eben die Amis schlicht und weg vor die Wand laufen lassen und sagen, pass mal auf, Freunde, wenn ihr in Europa bleiben wollt, dann könnt ihr das tun. Wir Europäer brauchen euch nicht. Wieso brauchen 500 Millionen Europäer mit dem größten Binnenmarkt der Welt, mit dem größten Inlandsprodukt, mit der stärksten Währung der Welt, wieso brauchen die so eine amerikanische Pseudo-Supermacht im Abstieg begriffen, um uns zu verteidigen? Ich meine, so langsam rafft man es jetzt. Die Kanzlerin redet ja nicht umsonst davon, dass wir uns jetzt endlich mal unserer selbst bewusst werden müssen und unsere Sicherheit auch in die eigenen Hände nehmen müssen. Und Gott sei Dank sind ja die Hauptsaboteure dieses Projekts auf dem abspringenden Ast, nämlich die Engländer. Also wenn die endlich mal draußen sind aus der EU, haben wir eine reale Chance, tatsächlich sowas zu implementieren. Dann hast du aber noch die Osteuropäer. Nur der Schwanz wackelt nicht mit dem Hund. Gut. Ja. Ja. Bitte. Ja, eine Frage hätte ich da hingezogen. Wie stabil ist denn Europa? Also ich traue dieser EU nicht. Sie
Der Punkt ist ja der, das finde ich jetzt hochspannend, in der Tat, die Frage ist natürlich berechtigt, weil wir ja eine Entwicklung hatten in den letzten Jahren, die durchaus bedenklich war. Also wenn wir nach Ungarn gucken, insbesondere wenn wir nach Holland geguckt haben, wenn wir nach Frankreich und auch nach Deutschland. Ne? So, und dann stellen wir fest, auch in Österreich, ne? Da läuft als erstes, wird hier ein vernünftiger Mensch Bundespräsident und nicht der Heini von der FPÖ. Darf ich, glaube ich, hier schon sagen in dem Kreis, ne? Herr Strache. Ja gut, ich bin nun, ich bin nur ein halber Österreicher. Nein, ist ja gut. Also kein voller. Ja. So, also meine Mutter war Wienerin, ne? Und das deswegen. Na gut. Ja, und dann geht es weiter mit dem Herrn Wilders, ne? Der in Holland abgemeiert wird. Dann Marine Le Pen wird abgeklatscht in Frankreich. Und meine Prognose für die Bundestagswahl ist, dass die AfD mal so gerade über die 5%-Hürde kommen wird. Und wir haben jetzt eine Bewegung, die nennt sich Pulse of Europe. Die Bürger und Bürgerinnen stehen auf und demonstrieren für die Europäische Union. Wir haben, die Bürger und Bürgerinnen haben es begriffen, wie wichtig das ist. Und die Politik hat es meines Erachtens ein Stück weit auch begriffen. Entschuldigung, darf ich dazwischen fragen? Meinen Sie, diese wöchentlichen Meetings oder von mir aus Demos in den deutschen Städten, in diversen Städten? Ja, ja, Pulse of Europe nennen die sich. Das ist ein Frankfurter, ich glaube, es sind Juristen, also jedenfalls so ein Akademiker-Ehepaar, die haben sich gedacht, da muss man was tun. Und plötzlich siehe da, die Leute, man kriegt die Leute auf die Straße, die zu Tausenden regelmäßig für den Erhalt der Europäischen Union demonstrieren. Und ich meine, Macron ist ja nun, man wird sehen, was er leisten kann. Ja. Das wissen wir nicht. Aber er wird getragen von einer Woge der Begeisterung. Also jetzt die Parlamentswahlen deuten darauf hin, ein Erdrutschsieg für seine Partei. Und seine Absicht ist ja deklariert, dass er Frankreich jetzt auf einen Reformkurs bringen will. Er will auch ganz eng kooperieren mit den Deutschen. Was sonst? Ja. Also das Gravitationszentrum Europas ist natürlich Paris und Berlin. Ich hoffe, dass mal Warschau dazukommt, das wäre natürlich fantastisch. Paris, Berlin, Warschau und dann wäre sozusagen jetzt mal salopp formuliert die Sache geritzt. Ja. Die Chance ist da. Die Erkenntnis scheint wächst und dafür tut ja Trump auch alles. Und auch diese Theresa May, die tut ja auch alles dafür. Ja. Also beide Entwicklungen erzeugen unmittelbar eine wirklich wichtige und starke Kohäsion innerhalb der Europäischen Union. Und ich hoffe, dass jetzt natürlich auch in der Zukunft einige institutionelle Fortschritte gelingen können. Macron hat vorgeschlagen, wir machen jetzt mal einen gemeinsamen Finanzminister mit einem gemeinsamen Budget. Ich meine, wir müssen ja nicht gleich alle Staatsbudget komplett bei der EU zusammenwerfen, aber man kann ja mal einen Anfang machen. Man kann das Europäische Parlament muss man natürlich dringend ermächtigen. Wenn man eine europäische Armee schafft, dann muss natürlich da ein konstitutiver Parlamentsvorbehalt für den Einsatz dieser europäischen Armee nach deutschem Vorbild her, der für das Europäische Parlament gilt. Nicht? Also da kann nicht der Europäische Rat dann einfach beschließen oder der Kommissionspräsident, wir schicken jetzt mal europäische Truppen irgendwo hin. Ja, das geht natürlich gerade nicht. Ne? Sondern da muss das Europäische Parlament über diesen Einsatz entscheiden, im Einzelfall, auf der Grundlage des Völkerrechts, versteht sich. Also ich sehe da durchaus die Chancen, dass gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, dieses Bewusstsein bei den europäisch verantwortlichen Politikern wächst und dass wir hoffentlich die Europäische Union dann ein Stück voranbringen, auch was sagen wir, die demokratische Entwicklung, dieser demokratische Fortentwicklung betrifft. Denn da gibt es sicherlich noch Bereiche, sind bestimmte Reformfortschritte notwendig. Ja, gut, das immer mehr und mehr spricht sich herum, dass eigentlich Trump letztendlich ein Segen war, weil er einfach halt so unglaublich einfach Dinge, die Wahrheit vermittelt, dass man dann eigentlich schon, ja, das hätte die Clinton möglicherweise geschickter gemacht. Richtig. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Wir haben auch noch die Möglichkeit, eine noch, und dann haben wir die Möglichkeit auch bei
ein oder zwei Gläschen Wein und Wasser auch noch das persönlich zu vertiefen. Bitte noch die letzte Frage wieder sagen. Jürgen, ich wollte dich auf deinen letzten Punkt ansprechen, nämlich die Frage mit europäischer Integration. Du hast ein Stück weit auch in die Geschichte zurückgeblickt, Frankreich und Verbindungen mit Libyen, mit den verschiedenen anderen Kriegen und so weiter. Was macht dich eigentlich sicher, dass eine europäische Armee tatsächlich sich so weit unterscheidet, dass wir Applaus spenden? Also sicher ist da schon mal gar nichts. Also Aussagen über die Zukunft können keine sicheren, das sind Prognosen und die können natürlich sind natürlich immer fehlbar. Allerdings haben wir in Europa auf der Grundlage unserer desaströsen Geschichte natürlich eine historische Lektion gelernt. Die Gründung der EGKS, der Europäischen Gemeinschaft Kohle und Stahl, ist ja genau diese historische, und das ist der Nukleus der heutigen Europäischen Union. Ne? Das ist ja genau die historische Lektion aus dem Ersten und dann dem Zweiten Weltkrieg. Dass man gesagt hat, das haben wir jetzt begriffen. Dass also der Versuch, politische Probleme mit militärischer Gewalt zu lösen, dass der direkt ins Desaster führt. Das war nach 1945 allgemeine Erkenntnis. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern an beiden Weltkriegen gab es ja keine monokausale Schuld, sondern zum Tango gehören immer zwei, nicht? Und zu so einem Weltkriegstango, da gehören sogar viele dazu. Also Österreich-Ungarn hat nicht den Ersten Weltkrieg vom Zaun gebrochen, da waren schon andere mit beteiligt. Zumindest haben sie es laufen. Also es gibt, sagen wir mal, in unterschiedlicher Intensität haben unterschiedliche Akteure dazu beigetragen. So. Aber und insofern haben aber auch alle davon gelernt. Und das ist der Gründungskontext und der Gründungsnexus des europäischen Einigungs- und Integrationsprozesses. So. Erstens mal sehen wir ja, dass das nicht sozusagen unidirektional und läuft hin zu einem immer größeren Fortschritt. Die Finalität der Union ist auch noch offen, die ist ja ungeklärt. Da steht drin Ever Closer Union. Da stehe ich persönlich voll dahinter, aber die Briten ja nun gar nicht, die steigen nämlich aus. Das heißt, wir haben ja da, das kann man ja auch so sehen, dass das ein Regressionsschritt ist. Das kommt auch an, was man daraus macht. Und das Gleiche gilt natürlich in der Frage einer europäischen Armee. Ich stelle mir die auch nicht so vor, nach dem Modell, wie es bis jetzt gefahren wird, dass wir weiterhin nationale Truppen haben, die dann sozusagen unter einer gemeinsamen europäischen Flagge integriert werden. Nein, wir brauchen eine europäische Entität, also eine eigene Organisation, die europäische Bürger und Bürgerinnen direkt als Europäer rekrutiert, und dann in eine europäische Uniform steckt. Und das ist die Truppe der Europäischen Union. Wir haben ja auch in Deutschland, wir haben 16 Bundesländer. Wir hatten mal königlich bayerische, sächsische und hast du nicht gesehen, Truppen. Und da käme ja heute keiner auf die Idee, das zu fordern. Sondern wir haben eine Bundeswehr, eine gesamtstaatliche Wehrmacht. Ja? Und genau sowas brauchen wir auch der Europäischen Union. Und dann können wir darüber reden, ob wir den Nationalstaaten noch sowas wie eine Gendarmerie oder Nationalgarde, ja? Ob wir denen das zubilligen in einer bestimmten Ausstattung und Größenordnung und so, das können wir ja alles machen. Ne? So, und wenn dann sichergestellt ist, dass ein europäisches Parlament auf der Grundlage eines beantragten Mandats seitens des Europäischen Rates meinetwegen, darüber entscheidet, ob diese Armee dann marschiert oder nicht, dann haben wir zumindest mal den Status, den wir in Deutschland schon erreicht haben, was den Einsatz der Bundeswehr betrifft. Und da muss man natürlich hoffen, dass in einem demokratisch gewählten Parlament so viel demokratisches Selbstverständnis und auch Selbstbewusstsein da ist, auch mal zu einem beantragten Mandat Nein zu sagen, wenn die völkerrechtliche Grundlage fragwürdig ist und vor allen Dingen, wenn die politische Sinnhaftigkeit nun hoch zweifelhaft ist. Das ist nicht immer gegeben. Also wir haben in Afghanistan
haben wir das Desaster erlebt. In Irak genauso. Aber in Kongo gar nicht. Dort, wo die Europäer zu Werke gegangen sind, und zwar ohne die Amerikaner, hat das ja gut funktioniert. Der Auftrag für EUFOR Kongo war die Absicherung eines demokratischen Wahlprozesses. Ein zeitlich und umfangsmäßig und auftragsmäßig eng begrenztes Mandat. Das bedeutete nicht, dass man den ganzen Kongo besetzen, geschweige denn bombardieren musste, sondern man ist dahin gefahren mit europäischen Kontingenten, leider nicht mit den Battlegroups, denn die wären eigentlich dafür vorgesehen gewesen, aber mit Franzosen und Deutsche und andere waren dabei, die Deutschen gar nicht mal im Kongo, sondern die haben sich in Ghana, haben die dann Sanitätsdienste, Logistik und so bereitgestellt und die Franzosen waren vor Ort. Die haben den ersten Wahlgang in Kinshasa abgesichert. Flächendeckend im Lande waren UNO-Kontingente. Dann gab es zwischen den beiden Wahlgängen kurz mal aufflackernde Kämpfe in Kinshasa zwischen den Herrn Kabila und seinem Widersacher, den anderen Milizen. Da sind dann die Fallschirmjäger hin und haben für Ruhe im Schacht gesorgt. Und dann konnte der zweite Wahlgang stattfinden. Und nachdem dann Herr Kabila gewählt war, damit war noch mitnichten die Demokratie in Kongo ausgebrochen und verankert, aber das war aber auch nicht der Auftrag der EU-Truppen. Die sollten da nicht Democratic Nation Building betreiben, sondern die sollten eine Wahl absichern. Und das haben sie erfolgreich gemacht und dann sind sie wieder gegangen. Und so stelle ich mir dann Militäreinsätze, und sie sind dorthin gegangen, weil die Regierung in Kongo drum gebeten hatte und angefragt hatte bei Kofi Annan. Und dann gab es ein Mandat und so weiter und so fort. Das war also völkerrechtlich völlig einwandfrei. Und eine ähnliche Situation haben wir in Mali. Da sind EU-Truppen und keine Amerikaner, die sind woanders, da, so im Tschad und so, ne? Aber in Mali sind die Europäer. Und die stabilisieren bis jetzt ohne riesige Massaker dieses Land und geben diesem Land zumindest mal die Chance, dass es auf einem demokratischen Wege weiterkommt. Ob das in 10 Jahren oder in 15 oder 20 Jahren von Erfolg getragen sein wird, werden wir sehen. Also bei uns in Deutschland hat es 50 Jahre gedauert, die Besatzungszeit, nicht? Von 1945 bis wir die volle, also fast 50 Jahre, 45, bis wir die volle Souveränität wieder hatten. Also die Truppen waren ja am Anfang voll die Besatzungstruppe und nach waren sie dann, wurden sie dann zu Verbündeten und wir auch. Aber sie haben im Grunde genommen natürlich gesagt, es gibt die alliierten Vorbehaltsrechte für Deutschland und Berlin als Ganzes. Und das wurde erst 1990 endgültig geregelt. Das heißt, die waren 45 Jahre da und haben jetzt nicht nur die Westdeutschland vor den angeblich oder tatsächlich bösen Sowjets beschützt, sondern auch dafür gesorgt, dass die Deutschen nicht wieder aus dem Ruder gelaufen sind. Und unser Grundgesetz ist von den Amis genehmigt worden. Das haben wir zwar selber geschrieben, nicht? Aber gecheckt wurde das von McCoy und genehmigt. Und dann durfte der Bundestag, der neue darüber, oder die verfassungsgebende Versammlung darüber abstimmen. So, und das heißt, wir brauchen natürlich auch in der Perspektive solcher Einsätze jetzt in Mali. Wir können da so nach dem Motto Hit and Run, ne, wir gehen da mal für 2 Jahre hin und dann sind wir wieder weg und dann ist der Käse geritzt. Das natürlich nicht. Also wie soll das bitte schön funktionieren? Sondern man muss sich dann schon auf etwas längere Zeiträume einstellen. Das ist normal eine Generationenaufgabe. Und da deswegen müssen wir uns natürlich auch genau überlegen, machen wir sowas? Wollen wir das politisch? Nehmen wir diese Mühsal politisch, ökonomisch, militärisch auf uns oder lassen wir davon die Finger? Und ich plädiere dafür, überwiegend mal lieber die Finger davon zu lassen, weil Nation Building die Aufgabe der Bevölkerung dieser Nation ist und nicht eine Aufgabe derer, die sich da aus welchen Motiven heraus immer für berufen fühlen oder nicht. Insofern bin ich ein bisschen optimistisch, so aus einer Kombination von europäischem Selbstverständnis, historischer Lektion und einer Kultur der militärischen Zurückhaltung auch, die da gewachsen ist, ne? in den vergangenen Jahrzehnten. Aber wie gesagt, ich bin da nicht sicher, sondern ich bin nur optimistisch, ja, und hoffnungsvoll. Gut. Heinz Gärtner möchte noch... Wie lange darf ich jetzt reden? Nur 5 Minuten. Das ist ja unfair. Naja, Entschuldigung, es ist schon 9, also es wird schon unserem Zeit, dass wir zu... Nein, ich werde auch... kurz halten. Ich möchte nur sagen, dass jetzt genau das passiert, was eigentlich nicht passieren sollte, nämlich der vorauseilende Gehorsam dem Trump gegenüber. Es war ja kein Zufall,
dass Juncker mit seiner Europaarmee gekommen ist, nachdem Trump gesagt hat, die Europäer, die NATO ist obsolet und die Europäer müssen sich selbst um ihre Sicherheit kümmern. Es ist auch kein Zufall, dass die Europäer diese 2% akzeptiert haben, nachdem das Trump gefordert hat. Also gehen wir jetzt natürlich in Richtung das was niemand hier wollte, einer Militarisierung Europas. In Richtung Militarisierung Europas. Und wenn du das als Segen bezeichnest, dass der Trump da uns geholfen hat, ich betrachte das also nicht unbedingt jetzt als Segen. Es gibt also andere Dinge, was die Europäer tun könnten. Ich habe erwähnt, sozusagen, dass im Bereich der Diplomatie da sehr viel zu tun sein wird, nachdem 30% der US-Hilfe und der US-Diplomatie gekürzt werden. Es ist auch so, dass die USA jetzt 50% des Budgets für die Friedensoperationen kürzen. Das ist über eine Milliarde Dollar. Das ist etwas, was nicht nur die Europäer, aber Europäer auch übernehmen sollen. Das, was die Europäer und was sie ausgeführt haben, was da im Krisenmanagement passiert, das ist keine Europaarmee, das passiert ja jetzt schon, dazu braucht man keine Europaarmee, das passiert auf Artikel 43 des Lissabonner Vertrages mit den sogenannten Petersberg-Aufgaben, mit den Krisenmanagement-Aufgaben. Ich bin durchaus der Meinung, dass man diese Krisenmanagement-Aufgaben ausbauen kann. Würde ja nicht ganz auf Nation Building verzichten, das ist sicherlich Teil davon, aber wie gesagt, also kann also nur heißen, dass letztlich die lokalen Kräfte das übernehmen, also First One in, First One out. Was die Europaarmee betrifft, heißt, dass man den Lissabonner Vertrag auflösen müsste, mit all den Konsequenzen. Artikel 4 des Lissabonner Vertrages sagt eben, dass Sicherheit eine Frage der nationalen Angelegenheit bleibt, mit der Konsequenz natürlich für Österreich, dass wir die Neutralität aufgeben, wenn wir eine Europaarmee haben, was sozusagen wahrscheinlich für uns bedeutet, dass wir sozusagen alles mittragen müssen, was dann passiert mit den integrierten Kommando, das sie dann fördern, wo also Österreich dann fordern, was da Österreich sich beteiligen muss. Die Battlegroups funktionieren ja gerade aus dem Grund nicht, weil das so künstlich integriert ist. Die Europaarmee letztlich wäre der Todesstoß für das Lissabonner Vertrags und der europäischen Integration. Wenn sozusagen die Entscheidung über Leben und Sterben woanders fällt und nicht mehr in den Hauptstädten, werden die Wahlen anders ausgehen. Also die Bevölkerung wird kriegsmüde werden und sagen, also so eine Europäische Union, die bestimmt, wo unsere Soldaten hingeschickt werden, die werden wir, wollen wir nicht. Und das wäre sozusagen das Ende der Friedensmacht Europa, die wir sozusagen sonst so beschworen haben. Darf ich jetzt noch zwei Worte zu sagen? Ich finde es interessant, dass wir in wenn man es auf deutsche Verhältnisse wendet, dann hieße das ja, das ist eigentlich das Ende Deutschlands, dass wir eine gemeinsame Armee haben, eine gemeinsame deutsche. Wir müssen unbedingt wieder 16 verschiedene deutsche Armeen haben. Und was ich natürlich nicht erwähnt habe, selbstverständlich muss eine europäische Armee im Rahmen einer europäischen Verteidigungsunion, das setzt voraus, die Neutralität dieser Europäischen Union und Verteidigungsunion. Das heißt, wir transponieren das österreichische Prinzip der Neutralität und auch der immerwährenden Neutralität auf die europäische Ebene. Das heißt, deswegen sage ich ja, NATO weggetreten. Anstelle kommt die EU, also und zwar eine neutrale EU. Bei den Nuklearwaffen machen wir dann nicht mehr mit. Ne? Sozusagen ein Nuklearmacht Europa. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist der nächste Schritt. Und wenn Sie heute den Foreign Affairs lesen, da steht ein Artikel drin, warum Deutschland und Europa nicht Nuklearmacht werden soll in Bezug auf die europäische Armee. Das wäre sozusagen der nächste Punkt. Also da würde ich die rote Linie vorziehen. Sicher, da sind wir uns, denke ich, völlig einig, dass wir natürlich über eine Denuklearisierung einer Europäischen Union natürlich reden müssen. Wobei, wenn die Briten draußen sind, betrifft es eh nur noch Frankreich. Ja, gut. Wir haben sicher nicht alles besprochen, nicht vieles besprochen. Wir haben einiges besprochen. Herzlichen Dank für euch beide. Herzlichen Dank fürs Ausharren bei diesem
wirklich heurigen Wetter. Und im Übrigen heurigen, es gibt also da jetzt noch ein kleines, zumindest flüssiges Budget, Buffet, und das Budget ist dafür schon sichergestellt gewesen. Dankeschön fürs Kommen. Idealism prevails. Make the world a better place.